Schönen guten Abend. Hallo, ich freue mich, dass so viele sich eingewählt haben zum Webinar. Genau, hallo auch von mir. Finde das ganz super, dass wir das hinbekommen haben. Und an erster Stelle natürlich vielen Dank an meine Co-ReferentInnen Julia Verlinden, Mitglied des Bundestages, und Marco Gütle vom Bündnis Bürgerenergie in Berlin. Und wir wollten euch heute ein bisschen was zum Thema Bürgerenergie erzählen und sind natürlich auch für Fragen jederzeit offen. Zu den Regeln im Webinar. Ihr seid erstmal alle stumm geschaltet. Ihr könnt aber selbstverständlich Fragen stellen, sowohl schriftlich als auch mündlich. Da gibt es so ein Chat-Modul. Das müsste bei euch auch irgendwo auf dem Bildschirm sein. Bei mir ist es da in der Ecke. Und in diesen Chat könnt ihr also reinschreiben, was eure Frage ist. Und wir sortieren das dann und ich schalte euch entsprechend frei. Wir duzen uns im Webinar. Ich werde euch auch immer mit nur dem Vornamen ansprechen, ohne Nachnamen, weil ja auch ein gewisser Datenschutz gewährleistet werden soll. Und wir möchten dann auch das Webinar nachher hochladen. Das bedeutet, dass man es sich eben auch im Nachhinein anschauen kann für die, die jetzt nicht zeitgleich dabei sein können. Genau. Also vom Ablauf her haben wir uns das so vorgestellt, dass wir erstmal ein bisschen Input jetzt aus dem Deutschen Bundestag und auch vom Bündnis Bürgerenergie sammeln. Dann würde ich euch gern eine kurze Präsentation zeigen, die wir auch später hochladen. Also ich werde das ein bisschen im Schnelldurchlauf machen, weil wir ja auch Fragen für die, weil wir ja auch Zeit für die Diskussion einplanen wollen. Ja, und jetzt an dieser Stelle würde ich übergeben erstmal an Marco Güttle, Bündnis Bürgerenergie in Berlin. Marco, am besten du stellst dich mal vor, stellst euch mal vor, was ihr so macht, seit wann es euch gibt, was war der Anlass, dass ihr euch gegründet habt, wer ist alles dabei? Go ahead. Danke, Jutta. Auch nochmal an alle. Ich hoffe, alle können mich hören zunächst. Also sagt Bescheid, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Mein Name ist Marco Güttle. Ich bin Mitarbeiter beim Bündnis Bürgerenergie. Und ich wollte mich nochmal recht herzlich bedanken, dass ich hier als Referent in einem sehr super interessanten Webinar mitwirken kann. Nochmal ein herzlich willkommen an alle, die das Thema interessiert. Es ist ja wirklich viel Interesse und das stimmt uns wirklich sehr froh. Das Bündnis Bürgerenergie, das ist ein gemeinnütziger Verein, der gibt es seit ungefähr 6 Jahren, ist gegründet worden und sitzt in Berlin. Mitglieder sind in ganz Deutschland verteilt und wir haben eine sehr heterogene Mitgliedschaft, sehr bunt. Da ist von der Privatperson sozusagen, die sich für die Klimawende, für die Energiewende vor Ort engagiert, über natürlich ganz viele Bürgerenergiegesellschaften, Genossenschaften, die vor Ort was tun, bis zu größeren Firmen, Ökostromanbieter sind bei uns dabei, alles dabei. Wir haben ungefähr 200 Teilnehmer, wir wachsen und wir sind dafür da, die Kultur, diese Idee der Bürgerenergie zu unterstützen, mit ganz viel, mit Kommunikation. Wir sind natürlich auch Ansprechpartner für die Politik, wie Sie sehen können, hinter mir ist ein Bundestagskalender. Wir sind aber auch einfach sozusagen ein Verein, der viel Kommunikation für die Bürgerenergie macht, der dafür sorgt, dass sich die Bürgerenergie vernetzt. Genau. Jetzt wurde ich gefragt, zu sagen, was Bürgerenergie ist. Soll ich damit anfangen, Jutta? Oder? Ja, klar. Go ahead. Okay, also ich bin ja im Prinzip so ein junger Kerl und so ein Schlaumeier, denke ich auch. Jetzt zu sagen, was Bürgerenergie ist, maße ich mir gar nicht so richtig an, aber ich versuche eine allgemeine Definition zu geben. Und Bürgerenergie, das sind für uns Menschen, die Verantwortung für die Klimawende vor Ort übernehmen. Sie übernehmen Verantwortung, diese Menschen, und ich glaube auch ganz viele von Ihnen, die jetzt zuhören, wissen, was ich meine und bestimmt auch aktiv. Verantwortung für die Klimawende vor Ort, weil sie sehen, dass das viel zu langsam geht und weil diese Energiewende für die, also für die Leute, die da mitmachen, ganz viel mit breiter Beteiligung und damit ganz essentiell mit Demokratie zu tun hat. Und mit anderen Worten, wir machen als Bürgerenergie Klimaschutz zum Selbermachen. Ich halte hier eine Broschüre, die wir herausgebracht haben von Bürgerenergie Kamerun. Ich stelle nachher den Link auch in den Chat. Ja, was heißt Klimaschutz zum Selbermachen? Wie übernehmen Menschen diese Verantwortung für die Klimawende vor Ort? Das kann natürlich ganz niedrigschwellig anfangen. Das kennen Sie alle. Man kann zu Hause Energie sparen, man kann einen Ökostromtarif buchen und wenn man damit durch ist, dann kann man mit der Bürgerenergie anfangen. Und das heißt Bürgerenergie, indem man zum Beispiel alleine oder gemeinsam mit anderen Energie produziert.
oder indem man sich engagiert, indem einem diese Anlagen, die Energie produzieren, eben gehören, indem zum Beispiel auch diese Netze gehören, in denen die Energie fließt. Und ganz wichtig für die Bürgerenergie, indem gemeinsam entschieden wird, also wenn man gemeinsam Energie produziert, indem gemeinsam entschieden wird, was gemacht wird. Das heißt, es gibt eine interne Demokratie, und Bürgerenergie ist in dieser Hinsicht auch nicht nur eine bestimmte Tätigkeit, also irgendwie PV-Strom machen oder Wärme machen, sondern auch ein Organisationsprinzip. Und wir freuen uns sehr, dass das auch im Prinzip auch jetzt langsam politisch gewürdigt wurde, denn es gibt seit vorletztem Jahr und umgesetzt werden muss es nächstes Jahr eine Definition für Bürgerenergie, konkret für Bürgerenergiegesellschaften. Das ist in der EU-Erneuerbaren-Richtlinie verankert und das muss dann auch in Deutschland kommen. Und da wird sozusagen definiert, was denn so eine erneuerbare Energiegemeinschaft ist. Und so eine erneuerbare Energiegemeinschaft, die basiert auf offener, freiwilliger Beteiligung. Die ist unabhängig. Die wird wirksam kontrolliert von den Leuten, die sie machen. Und die ist in der Nähe der Projekte, wo erneuerbare Energie gemacht wird. Was sind das für Leute, was sind das für Personen, die das machen? Das sind natürliche Personen, also Privatpersonen. Das sind Gemeinden, Kommunen und kleine, mittlere Unternehmen. Das heißt, es sind große Unternehmen sind da nicht dabei. Und das Ziel dieser erneuerbaren Energiegemeinschaft ist nicht vorrangig der finanzielle Gewinn, sondern ökologische, wirtschaftliche und sozialgemeinschaftliche Vorteile oder kurz gesagt sozusagen Gemeinwohl. Das sind Bürgerenergiegesellschaften, wie sie definiert sind. Und diese Bürgerenergiegesellschaften haben in dieser erneuerbaren Richtlinie, auf die wir später hoffentlich noch mal zu sprechen kommen, seit jetzt wirklich ein Recht verankert, das zu machen, was sie tun. Und das gilt nicht nur für die Gemeinschaften, das gilt auch für einen selbst. Also wenn man zum Beispiel sich eine Solaranlage auf das Privathaus macht, dann hat man dieses Recht jetzt auch verankert in dieser Richtlinie. Und auch wenn man das gemeinsam mit anderen tun will, aber nicht eine Gemeinschaft dafür gründet. Und was heißt jetzt Bürgerenergie konkret? Kann ich jetzt ein paar Beispiele geben. Das sind beispielsweise die Leute, die schon vor 20, 25, 30 Jahren angefangen haben, sich eben Solaranlagen, PV-Anlagen aufs Dach zu schrauben. Seit 20 Jahren haben sie dafür auch eine Förderung durch das EEG bekommen. Das sind Leute, die sich in der Genossenschaft engagieren, gemeinsam investiert haben und geplant haben und Windräder gebaut haben und die dann täglich sozusagen auf ihr Windrad schauen. Und jetzt kommt sozusagen die Königsklasse. Oder das sind eben Leute, die sich in der Gemeinschaft zusammengetan haben und wirklich auch die Netze betreiben, in denen die Energie fließt. Beispiele sind zum Beispiel Schönau im Schwarzwald, die man als EWS auch kennt. Oder das Dorf oder die Kleinstadt Wolfhagen in Hessen, wo auch eine Genossenschaft wirklich das Netz betreibt. Genau, soweit vielleicht erstmal von meiner Seite, was denn Bürgerenergie sein kann und was Bürgerenergie ist. Ja, das ist ja schon mal eine sehr vielfältige Ansammlung von Aktivitäten. Ich weiß, dass es auch Bürgerenergiegenossenschaften gibt, die jetzt schon in die E-Mobilität eingestiegen sind oder die eben auch für ihre Mitglieder spezielle Services anbieten, wie zum Beispiel einen eigenen Stromtarif und so. Also da hat sich, glaube ich, in den vergangenen Jahren noch mal sehr, sehr viel getan und ich bin wahnsinnig froh über diese vielen Akteure, die einfach helfen, die Energiewende voranzubringen, gegen alle Widerstände, die wir ja mittlerweile zu beobachten haben. Und da würde ich jetzt gerne Julia fragen. Du bist ja jetzt schon seit 7 Jahren, ne? Seit 7 Jahren im Deutschen Bundestag und engagierst dich da auch schon immer für die Energiewende. Wir kennen uns ja schon ganz lange aus der Energiepolitik bei Bündnis 90 Die Grünen. Vielleicht kannst du was dazu sagen, wie Bürgerinnen und Bürger in Deutschland unterstützt werden bei der Energiewende? Was für Gesetze, Förderungen, andere Möglichkeiten gibt es denn da? Also grundsätzlich ist es so, dass ein ganz relevantes Gesetz vor 2 Tagen Jubiläum hatte, nämlich das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Das wurde vor 2 Tagen 20 und das war damals ein Riesenerfolg für die damalige rot-grüne Regierung und vor allen Dingen auch für das Parlament, weil sehr viele Parlamentarier sich dafür damals eingesetzt haben, dass es dieses Erneuerbare-Energien-Gesetz gibt, was eine sehr verlässliche Art der Finanzierung und auch ja, des Einspeisevorrangs von Ökostrom in das Netz bedeutet hat. Und dieses Gesetz hat sich seitdem sehr häufig verändert.
nicht immer zum Guten. Da werden wir bestimmt gleich auch noch auf die Details eingehen. Aber was ich so spannend finde, ist, dass es halt dieses Erneuerbare-Energien-Gesetz weltweit exportiert wurde als Instrument und dass sehr, sehr viele Staaten auf der Welt sich ja dieses Instrument, diese politische Maßnahme zu eigen gemacht haben, gesagt haben, das ist eine tolle Sache, was die da in Deutschland sich ausgedacht haben vor 20 Jahren und haben das nach und nach übernommen. Und dadurch konnte die Energiewende auch weltweit fortgesetzt werden und vor allen Dingen die Preise, um Ökostrom herzustellen, sind sehr stark gesunken. Das heißt, heutzutage ist es wirklich nur noch ein Bruchteil von dem, was damals beispielsweise eine Solaranlage gekostet hat, kriegt man heute für ja, sehr viel niedrigere Beträge und kann damit sehr günstig sehr viel Ökostrom auch herstellen. Ich glaube, was noch wichtig ist, ist in dem Kontext, dass Deutschland neben Dänemark zu den beiden einzigen Ländern weltweit gehören, wo so viel Anteil von der Ökostromproduktion wirklich in privater oder genossenschaftlicher Hand ist. Also sprich, die Bürgerenergie ist in Deutschland wirklich der Garant gewesen dafür, dass wir überhaupt so schnell auch vorangekommen sind mit der Stromwende, dass es so viel erneuerbare Energien inzwischen gibt. Vor ein paar Tagen haben wir ja die Nachricht erfahren, dass es inzwischen schon 50% sind. Das ist eine ganz tolle Nachricht, dass wir schon so weit sind. Aber natürlich ist der Weg, der noch vor uns liegt, noch die restlichen 50% zu schaffen und somit dann wirklich auch die allerletzten Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke abzuschalten. Und in anderen Ländern werden halt die Windenergieanlagen oder die Solaranlagen zum Teil von staatlichen Energiekonzernen gebaut oder von anderen privaten Unternehmen. Und hier ist es halt so toll, dass es ja nicht nur so eine dezentrale Energieversorgung dadurch aufgebaut werden konnte, sondern dass eben die Privaten sich zu Genossenschaften oder anderen Gesellschaftsformen zusammengetan haben. Viele Landwirte haben investiert und damit gezeigt, sie wollen eben auch ja, Teil dieser Energiewende sein. Genau, um konkret auf deine Frage zu antworten, Jutta, das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist nach wie vor halt eine Möglichkeit, um eine feste Zusage darüber zu bekommen, wenn man denn in eine Solarstrom- oder eine Windstromanlage investiert, dass dieser Strom auch tatsächlich dann ins Netz fließt und dann auch gebraucht wird und dass es dafür dann halt eine ja, vertraglich festgeschriebene Summe gibt pro Kilowattstunde, die man einspeist. Im Augenblick ist das so, dass man bei den Windenergieprojekten sich in Form von Ausschreibungen darum bewerben muss. Das ist für Bürgerenergieakteure eine große Herausforderung, weil es mit sehr viel Bürokratie verbunden ist, weil es sehr kompliziert ist und man vor allen Dingen auch in Vorleistung gehen muss, weil diese ganze Planung von so einem Windpark kann zigtausend Euro kosten, man muss sehr viel investieren und Gutachten einholen und so weiter. Und wenn man dann am Ende diesen Windpark gar nicht bauen darf, weil man in der Ausschreibung nicht den Zuschlag bekommen hat, dann ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich, gerade für diese Menschen, die ja auch privat ihr Engagement da reinstecken. Das ist für eine größere Firma vielleicht nicht so das Problem. Das ist dann wirtschaftliches Risiko. Den einen Windpark können sie bauen, den anderen nicht. Aber wenn jetzt eine Energiegenossenschaft vor Ort sich genau ein Stück ausgesucht hat und dafür die Genehmigung organisiert und dann eben auch nicht den Zuschlag kriegt bei dem bundesweiten Ausschreibungswettbewerb, dann ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich für die. Plus diese ganzen Rahmenbedingungen, die, als es noch diese Phase gab, wo man als Bürgerenergie halt unter bestimmten Bedingungen ja, sozusagen die Genehmigung noch nicht vorlegen musste für einen Windpark. Da wurde es aber trotzdem sehr bürokratisch, weil man nachweisen musste, in welcher Form man sich denn als Bürgerenergie versteht, wo die Menschen denn alle wohnen, die mitmachen, welche Größe die Genossenschaft hat und so weiter. Und wir Grüne glauben, das macht es ziemlich unattraktiv, sich als Bürgerenergie zu beteiligen, wenn man sehr bürokratisch und mit großem finanziellen Risiko eben reingehen muss. Und deswegen glauben wir, dass es klug wäre, wenn man es eben einfacher macht, wieder einfacher wie früher, gerade für solche Akteure, sich an der Energiewende zu beteiligen und zu investieren. Du musst mich stoppen, Jutta, wenn ich zu lange rede. Ich habe noch ganz viel im Kopf, was auch auf deine Frage noch eine mögliche Antwort ist, aber vielleicht mache ich erstmal hier einen Punkt und komme später noch zu den anderen Dingen. Was ich schon ganz, ganz hilfreich fände, von meiner Wahrnehmung her ist es so, dass in den Kommunen, wo
Windparks durch Bürgerinnen und Bürger betrieben werden und sich eben auch Menschen an den Windrädern, die sie dann tagtäglich sehen, beteiligen können oder wissen, da steckt meine Gemeinde mit dahinter und aus den Erträgen wird der Kindergarten finanziert. Da ist meiner Wahrnehmung nach die Akzeptanz auch überhaupt kein Problem. Also diese Debatte, die da zurzeit hochgekocht wird, von wegen, wir müssen irgendwelche Mindestabstände definieren, damit die Leute das akzeptieren, ist aus meiner Sicht wirklich eine Geisterdebatte. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, dass die ja, tatsächlich so ein bisschen aufgebauscht wird von denjenigen, die glauben, dass sie ihn nutzt, ne, so eine Debatte. Ich glaube in der Tat, dass die Unterstützung und ich glaube, ich weiß es, es gibt empirische Untersuchungen, es gibt zahlreiche Umfragen, die regelmäßig repräsentativ in den Umfragen die Menschen in Deutschland befragen, wie steht ihr eigentlich zum Ausbau der Erneuerbaren, speziell auch zum Ausbau von Windenergieanlagen und vor allen Dingen auch, wie steht ihr dazu, wenn die in eurer eigenen Nachbarschaft entweder errichtet werden oder sogar schon stehen. Und die Unterstützung ist sehr stabil und die Unterstützung ist hoch. Und viele Menschen sind sich bewusst, dass wir, um die gefährliche Atomkraft abzuschalten oder die klimaschädlichen Kohlekraftwerke, natürlich eine Alternative auch ja, weiter unterstützen müssen und dass nur das eine vernünftige Alternative ist. Was ich richtig finde, ist, dass natürlich vor Ort, wenn die Menschen beteiligt werden, sie auch eine Möglichkeit haben, auch mitzuentscheiden, ob sie beispielsweise sagen, es macht mehr Sinn, dass wir viele kleine Anlagen bauen, beispielsweise, oder lieber wenige große. Das ist ja zum Beispiel auch was, was man in der Bürgerversammlung diskutieren kann, ne? Also wenn ein doppelt so hohes Windrad fast 10-mal so viel Strom produziert, dann ist das ja eine wichtige Information für die Menschen auch vor Ort, um sich vielleicht mal so eine Vorstellung davon zu machen, wie viel Windräder braucht es eigentlich, damit dieses Dorf oder diese Region auch tatsächlich zu 100% erneuerbar versorgt werden kann, weil diesen Anspruch haben ja viele und das finde ich auch großartig. Und natürlich dann auch die Kombination mit anderen erneuerbaren Energien, sei es jetzt mit Solaranlagen oder eben auch mit Biogasanlagen. Und ich glaube, dieses Miteinander vor Ort darüber sprechen, wie möchte man als, ja, Region, als Kommune Teil der Energiewende sein? Welchen Beitrag möchte man leisten? Mit welchen, ja, Technologien möchte man das machen? Und wer soll sich beteiligen? Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Voraussetzung dafür, ja, dass das vor Ort auch gut gelingen kann. Vielleicht noch eine Frage zur Präsenz, sage ich jetzt mal, die dann, die eigentlich so ein bisschen an euch beide geht, glaube ich. Das Bündnis Bürgerenergie hat sich zumindest meiner Wahrnehmung nach ja auch gegründet, weil in den entsprechenden Konsultationsverfahren, die jetzt das Bundeswirtschaftsministerium oder früher war es ja noch beim Bundesumweltministerium der erneuerbaren Energien, die da abgehalten wurden, um eben bei einer Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes eben mit den Betroffenen quasi so eine Art Rücksprache zu halten, der berühmte Stakeholder-Prozess, wie es immer so schön heißt. Wenn man sich da die entsprechenden Veröffentlichungen auf den Seiten der Ministerien anschaut, dann stehen da halt ganz, ganz viele Energieunternehmen. Ich meine, ich kann ja den Namen sagen, kann ja jeder nachgucken. Da findet man dann EnBW und E.ON und RWE und inzwischen dann auch Innogy und jetzt inzwischen nicht mehr Innogy, aber egal. Also jedenfalls war da immer ein massives Übergewicht natürlich der großen Akteure, der Firmen, weil ich mit meiner Solaranlage auf dem Dach werde natürlich jetzt kaum eine Eingabe ans BMWi machen. Vielleicht magst du noch was dazu sagen, Marco, wie ihr euch da positioniert. Und von dir, Julia, wüsste ich gerne, wie du denn so die, ich sage jetzt mal, die Lobby wahrnimmst, die da in Berlin unterwegs ist. Und während ihr antwortet, hole ich mir meine Teetasse. Vielleicht sage ich zunächst was zu der Frage, die Jutta gestellt hat. Danke nochmal für die Frage. Also bei Bündnis Bürgerenergie wollen wir generell nicht meckern und nicht den Kopf in den Sand stecken. Aber es ist schon so, dass es für die Bürgerenergie in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist. Und das war auch der Grund, weshalb sich dieses Bündnis Bürgerenergie gegründet hat vor 6 bis 7 Jahren. Vorangegangen ist eine Kampagne zur Bundestagswahl 2013, die ist Wende Energie in Bürgerhand. Und da wurde dann ganz klar das Potenzial danach gesehen oder auch die Notwendigkeit, dass man da sozusagen diese Öffentlichkeitsarbeit weiterführen muss. Vielleicht noch ein Wort sozusagen zur Lobby. Wir sind kein klassischer Verband, der sozusagen sagt, das sind die Interessen unserer Mitglieder und das brauchen wir und
Das müsst ihr machen, liebe Politiker. So sehen wir uns nicht, sondern wir sind sozusagen ein gemeinnütziger Verein, der sozusagen übergreifender agieren will, der diese Kultur eben der Bürgerenergie fördern möchte, der diese Netzwerke schaffen möchte, dass sich Bürgerenergiegesellschaften, die es überall in Deutschland gibt, eben auch zusammentun können und voneinander lernen können. Vielleicht erstmal das dazu. Aber natürlich sind wir auch sozusagen, werden wir angesprochen von der Politik, vom Bundeswirtschaftsministerium in diesen ganzen Gesetzgebungsprozessen mitzuwirken. Manchmal müssen wir auch an uns erinnern, dass das auch uns etwas angeht, was da gerade besprochen wird. Von daher ist natürlich das wichtig, dass es das Bündnis Bürgerenergie gibt, weil es schon seit Jahren so ist, dass die Bedingungen für die Bürgerenergie immer schlechter geworden sind. Das im Solarbereich ist das der Fall gewesen. Im Windbereich sowieso, und da kann man es wirklich absehen, das ist wirklich ein Lehrstück, wie sozusagen versucht wird, fast schon diese Bürgerenergie klein zu machen. Der Julia hat das eben schon skizziert und wir haben uns die Zähne ausgebissen, muss man sagen, eben an diesen Ausschreibungen. Wir müssen weiter dafür kämpfen, dass eben Bürgerenergiegesellschaften in Zukunft auch Windräder bauen können, weil wir eben sehen, wie ist das in den Regionen? Wie kriegen wir das wirklich hin, dass es eine gute Verbindung gibt zwischen den Bürgern und den Anlagen, die da stehen? Ich möchte das Wort Akzeptanz gar nicht so sehr in den Mund nehmen, weil es gar nicht so sehr um Akzeptieren geht, sondern es geht eigentlich um Partizipation, dass man mitmachen kann. Und alle Daten und alle Erfahrungen, die wir auch machen, zeigen, wenn es Bürgerenergie vor Ort gibt, dann gibt es eine gute Stimmung vor Ort, dann sind die Menschen dabei, dann können sie sich identifizieren mit diesen Anlagen. Und dafür müssen eben aber auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen stehen. Und dafür brauchen wir Regelungen für die Bürgerenergie, die es diesen Menschen, Gemeinschaften vor Ort erlauben, wirklich auch sicher zu investieren, wirklich auch nicht in die Tüte zu fahren und am Ende wird es nichts. Die wissen, wenn wir uns jetzt zusammensetzen, ganz viel Energie reinstecken, unser Kapital reinstecken, dann wird es am Ende was, dann steht ein Windrad auf dem Berg oder ist eine Solaranlage auf dem Schuldach etc. pp. Oder wir verleihen Elektroautos an alle, die es wollen. Und das sehen wir natürlich dann auch als unsere Aufgabe an, sozusagen hier in Berlin im komplett geisterleeren Regierungsviertel im Moment auch was dafür zu tun, dass die Gesetze besser werden. Und da können wir ganz viel drüber sprechen, auch gerne heute. Wir können natürlich auch ganz viel über praktische Möglichkeiten, sich vor Ort zu engagieren, sprechen. Also da bin ich gerne ansprechbar. Ja, Julia, wer kommt denn so auf dich zu? Also ich fand das hochinteressant, als ich letztes Jahr ins Parlament gekommen bin. Und anfangs kriegt man ja alle möglichen Schreiben, sage ich jetzt mal. Und sobald dann klar war, dass ich eben Mitglied beziehungsweise stellvertretendes Mitglied, oder das ist bei Grüns egal, im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie bin, kamen halt sofort die Lobby-Mails rein ohne Ende. Ne? Und wir wollen uns unbedingt mit Ihnen treffen und bababa und so. Geht dir das auch so? Klar, alle wollen sich mit einem treffen, aber muss man ja nicht machen. Also ich meine, man ist ja frei gewählter Abgeordneter. Genau, machst du dann ja auch. Du wählst ja dann auch geschickt aus. Und ernsthaft, man kann ja auch gar nicht alle treffen, weil die Zeit ist einfach nicht da. Also wenn alle Mails, die einen Wunsch nach einem Termin äußern, das könnte man, selbst wenn der Tag 50 Stunden hätte, würde das nicht funktionieren. Insofern muss man natürlich sich dann auch auswählen und Prioritäten setzen und so weiter. Und ich möchte nochmal einen Punkt unterstützen, den Marco eben gesagt hat, nämlich wenn jetzt Menschen zuschauen, die vielleicht auch in einer Bürgerenergiegenossenschaft vertreten sind, also da Mitglied sind oder sich in anderer Form vor Ort auch für Klimaschutz und Energiewende einsetzen. Ich möchte das unbedingt unterstreichen, wie wichtig das ist, dass, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch Mitglied werdet beim Bündnis Bürgerenergie, weil Marco und seine Kollegen können natürlich umso besser auch vor Ort in Berlin Arbeit machen, in unser aller Sinne, wenn die auch Rückendeckung haben von einer großen Mitgliederschaft und natürlich auch ein bisschen Geld, was reinkommt über die Mitgliedsbeiträge, weil ansonsten ist das alles schön und gut, aber natürlich braucht das auch die Unterstützung von den Menschen in den Regionen, die dort auch vertreten werden, und ich finde, das lohnt sich wirklich sehr. Ich glaube, Jutta, dass natürlich die alte fossile Energiewirtschaft natürlich gut verankert ist, sei es, dass die gute Kontakte haben, vor allen Dingen in die Parteien, die gerade in der Bundesregierung sitzen, aber natürlich auch, dass sie einfach schon länger im Geschäft sind und dadurch auch entsprechend Lobbystrukturen noch aufgebaut haben.
Das an und für sich ist ja jetzt auch erstmal gar nicht verwerflich. Ne? Jeder hat ja, ne, wenn er irgendwo sich engagiert in einer bestimmten Branche, auch ein Interesse darauf zu achten, wie die Gesetze denn dann im Endeffekt aussehen, ob das praktikabel ist. Oft gibt es auch wirklich hilfreiche Hinweise, was zwischen Theorie und Praxis vielleicht gar nicht so gut funktioniert oder wo vielleicht auch mal ein Gesetz, ne, was eigentlich gut gemeint war, total nach hinten losgeht, wie beispielsweise jetzt das mit dem Mieterstrom. Also, ne, wo viele gesagt haben, das ist eine tolle Sache, aber wir hatten damals Sorge, dass der Deckel viel zu schnell erreicht wird vom Mieterstrom. Und davon sind wir weit entfernt, weil das einfach nicht attraktiv und praktikabel genug ist. Also da muss noch viel dran verbessert werden. Und deswegen glaube ich, dass so eine Rückmeldung aus der Praxis, sei es jetzt von der Bürgerenergie als Bündnis, sei es aber auch von Menschen vor Ort, die mir eine E-Mail schreiben, oder sei es eben auch von größeren Energieversorgern. Das ist ja erstmal sinnvoll, da auch im Dialog zu sein. Aber du hast vollkommen recht, Jutta. Ich sag mal so, ich hatte mal eine Besuchergruppe in Berlin. Also wir können ja als Abgeordnete regelmäßig Menschen einladen, die uns in Berlin besuchen und da mit uns auch diskutieren. Und da konnte ich auch möglich machen, dass man eine Stunde im Bundeswirtschafts- und Energieministerium diskutiert hat mit einem Referenten dort. Und da waren viele Akteure aus den Bürgerenergiegenossenschaften aus Niedersachsen dabei. Und die haben gesagt, ja, wir wollen das, damals war es Herr Gabriel, der Minister, wir wollen, dass Herr Gabriel mal versteht, was er da eigentlich gerade macht und dass, wenn er das Erneuerbare-Energien-Gesetz jetzt so ändert wie geplant, also auf Ausschreibung umstellt, dann ist das ein großes Problem für uns von der Bürgerenergie. Und der Mensch, der, ich glaube, er war von der Öffentlichkeitsarbeitsabteilung, sagt dann so, ja, nee, Herr Gabriel hat jetzt keine Zeit für euch und das können wir natürlich jetzt nicht bewerkstelligen, so einen Austausch zu machen. Und dann rutschte es ihm raus, dass er sagte, und außerdem, also klar, wenn RWE fragt, dann hat der Zeit, aber nicht, wenn die Bürgerenergiegenossenschaften kommen. Und das, glaube ich, hat er hinterher bereut, dass ihm das rausgerutscht ist, aber das zeigt ganz klar, wie die Situation ist, ne? Also wie mit großen oder kleinen, ich sage jetzt mal, auch so umgegangen wird. Und das bedauere ich sehr, weil ich glaube, dass es im Parlament ja schon einige Abgeordnete gibt, auch aus anderen Parteien als den Grünen, die auch in ihren Wahlkreisen viele Bürgerenergiegenossenschaften haben, die sehr erfolgreich sind, gut verankert sind und sehr viel Rückhalt dort auch haben. Aber das landet dann trotzdem leider nicht in dem Ergebnis, dass wir Mehrheiten im Bundestag dafür herstellen können, dass es ja, dass die Gesetze für die Bürgerenergie besser gemacht werden können. Das bedauere ich sehr. Aber wir arbeiten weiter dran, auch die anderen zu überzeugen, die wir bisher noch nicht überzeugen konnten. Genau. Ja, ich meine, rein theoretisch, also ich greife jetzt gerade ein bisschen vor, weil die PowerPoint nicht so will. Rein theoretisch haben wir ja auf europäischer Ebene eigentlich eine sehr gute Basis mit dem sogenannten Winterpaket. Wird es in Deutschland genannt, das Clean Energy Package, also saubere Energie für alle Europäerinnen und Europäer, so heißt es im normalen Text. Da geht es nicht nur um Bürger und Bürgerinnen, klar, aber da geht es unter anderem eben auch um Bürgerenergie beziehungsweise um erneuerbare Energiengemeinschaften. Und da ist es dem wunderbaren Claude Turmes, der mittlerweile nicht mehr im Parlament ist, sondern als Energieminister in Luxemburg, dem ist es halt wirklich auch gelungen, dort sowas wie eine, ja, Magna Carta der Bürgerenergie wirklich rein zu verhandeln, dass zumindest mal klar ist, dass Bürgerinnen und Bürger nicht auch noch aktiv behindert werden dürfen, dass ihnen ein diskriminierungsfreier Zugang zum Energiemarkt gewährt werden muss, dass sie nicht übermäßig mit Abgaben, Umlagen und so weiter belastet werden dürfen, wenn sie ihren Strom innerhalb der, also in räumlicher Nähe verkaufen, zum Beispiel an Nachbarn oder. Ja, und das müsste die Bundesregierung halt umsetzen, ne? Theoretisch bis Juni 2021, ja, nicht theoretisch, also bis Juni 2021, Punkt. Das ist das, was in der Richtlinie halt drinsteht, dass die dann in nationales Recht umgesetzt sein muss. Im Moment gibt es da überhaupt auch nur sowas wie einen Entwurf? Julia, weißt du das? Nö. Also Nö. ich weiß, dass es kein, also nichts gibt, was wir jetzt irgendwie parlamentarisch zeitnah beraten würden oder so. Also Okay. ich weiß, dass verschiedene
Akteure sich damit intensiv beschäftigen. Und das Bündnis Bürgerenergie beispielsweise hat dazu auch schon verschiedene Veröffentlichungen präsentiert. Vielleicht sagt Marco dazu gleich auch noch was. Aber jetzt was ganz Konkretes, was wir jetzt irgendwie, ich sag mal, im nächsten Monat oder so im Parlament diskutieren würden, davon sind wir weit entfernt. Okay. War ja auch eigentlich nicht anders zu erwarten, ne? So. Ja. Also ich meine, es Genau. müsste noch viel, viel mehr dringend passieren, ne? Also ich meine, über den Solardeckel reden wir bestimmt gleich noch und über das Thema auch Wärme, wo wir ja, was den Ausbau der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz auch noch weit davon entfernt sind, die Klimaziele zu erreichen. Aber jetzt speziell zu der Richtlinie will vielleicht Marco noch ergänzen, weil die ja dazu auch in Vorleistung gegangen sind, sozusagen auch Konzepte entwickelt haben. Genau, das ist Ja, eine gute gerne. Also wenn das Überleitung. Ihnen nahe steht, können wir da gerne weitermachen. Aber ich möchte mich auch nochmal herzlich bei Julia bedanken, dass sie Mitgliederwerbung für uns gemacht hat und dass sie sozusagen meinen Text gesprochen hat. Finde ich super. Vielen Dank. Also werden Sie gerne oder werdet ihr gerne Mitglied bei Bündnis Bürgerenergie. Aber vielleicht nochmal ein Wort zu dieser Frage Lobbying und Kontakt mit Politik. Und da ist natürlich das eine ist das Bundeswirtschaftsministerium, das andere ist das Parlament. Und wir sind natürlich auch sehr stark im Austausch mit dem Parlament, mit dem deutschen Parlament, Bundestag, mit dem Europäischen Parlament, jetzt, wo es ums Green Energy Package ging in den letzten Jahren. Und wir versuchen natürlich mit allen Abgeordneten aus den demokratischen Fraktionen, die wirklich auch ein halbwegs offenes Ohr haben für Bürgerenergie, zu sprechen. Und es ist tatsächlich auch so, dass es das ganz wichtig ist, dass man aufs Parlament zugeht, weil ja die Historie gezeigt hat, dass dieses EEG, was wirklich die Bürgerenergie gestartet hat, was wirklich auch diese Revolution gestartet hat, diese Energiewende, weil das ein Parlamentsgesetz war. Das wurde im Parlament erfunden, nicht in irgendwelchen Schreibstuben in den Ministerien, sondern im Parlament. Und damit wir wirklich wieder eine Dynamik in diese Gesetzgebung brauchen, brauchen wir ein starkes Parlament und brauchen auch wirklich interessierte Abgeordnete aus allen Fraktionen. Und die gibt es tatsächlich auch. Es hat in letzter Zeit ein bisschen abgenommen. Die Grünen haben immer ein offenes Ohr. Das ist erfreulich für uns, ist klar. Aber es gibt ja auch in den anderen demokratischen Fraktionen, sage ich, Abgeordnete, die das interessiert und die auch ganz klar von vor Ort kennen, dass das wirklich was bringt. Also es geht wirklich von den Bauern in der CSU, die sagen, wir wollen uns selbst versorgen, über die Leute an der Küste, auch bei der CDU, die wissen, was Bürgerenergie bringt, über die SPDler und so weiter und so fort. Auch in der FDP gibt es Leute, die sagen, ja, ist doch cool, wenn ihr das wirklich vor Ort alleine hinbekommt, mehr Markt und so weiter und so fort. Also und da arbeiten wir weiter. Und vielleicht noch kurz ein paar Sätze zu diesem Winterpaket, zu dieser erneuerbaren Richtlinie. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Die Bundesregierung macht ihre Hausaufgaben nicht. Wir sind alle gut informiert und wir hören wirklich nichts. Es geht nichts voran und die Zeit drängt wirklich. Nächsten Sommer muss das umgesetzt sein und das ist wirklich, wirklich viel Hausaufgabe, die da auf dem Schreibtisch liegt. Wir sind natürlich total froh. Wir haben uns auch wirklich dafür sehr engagiert für dieses Bürgerenergierecht, mal ganz kurz gesprochen, und für das, was da in Brüssel gelaufen ist. Und jetzt ist es wirklich unser, aus der Not heraus sozusagen, auch unser Instrument, wirklich den Leuten hier in Deutschland, der Politik hier in Deutschland, hinterherzulaufen und zu sagen, hey, ihr müsst das umsetzen, das ist eure Hausaufgabe, wir brauchen das. Und auch zu sagen, ganz wichtig, das, was wir uns immer ausdenken in der Bürgerenergie, wird eigentlich regelmäßig abgetan, von wegen, das ist doch alles Hirngespinst und Energie, das ist wirklich was für die Profis, lass mal die Bürger da nicht ran und so weiter und so fort. Und da kommt wirklich was aus Brüssel, wo das absolute Gegenteil drin steht, wo wirklich das als Selbstverständlichkeit hingeschrieben ist, woran wir wirklich auch glauben, wovon wir überzeugt sind. Und wir werden sozusagen nicht locker lassen, da auch wirklich sozusagen der Politik hier, der Bundesregierung hier in Deutschland auf die Füße zu stehen. Und ich glaube auch jetzt mehr denn je, das heißt, da können wir bestimmt nachher nochmal drauf kommen, in der jetzigen Situation brauchen wir wirklich einen Stimulus für die Energiewende und auch wirklich diese ganzen privaten Investitionen, volkswirtschaftlich gesprochen, die müssen alle mobilisiert werden, damit wir wieder aufs Gleis kommen. Genau. Ja, genau. Ja, an der Stelle würde ich auch gern anknüpfen. Also wir haben halt im Moment wie alle das Problem, dass wir nicht im normalen Modus arbeiten können, sozusagen. Wird dir ja auch nicht anders gehen, Julia. Das bedeutet, wir sind als Parlament ein Stück weit eingeschränkt auch mit unseren Aktivitäten. Also aktuell ist es so, dass wir keine Ausschusssitzungen physisch haben,
sondern dass das dann über so ein WebEx-Tool geht, wobei das Europäische Parlament im Gegensatz zum Bundestag noch eine zusätzliche Herausforderung meistern muss, und das ist natürlich die Übersetzung. Weil normalerweise sitzen wir ja im Ausschuss und jeder hat seinen Kopfhörer auf und du kannst dir eine Sprache einstellen, also jede der Amtssprachen der Europäischen Union halt, logisch. Beziehungsweise ich mache es meistens so, dass ich den nicht aufsetze, dass ich ihn nur aufsetze, wenn halt wirklich jemand, keine Ahnung, Polnisch oder Litauisch oder sowas spricht, ne? Weil die meisten reden ja dann doch Englisch freundlicherweise. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist halt eine zusätzliche Herausforderung, die im Moment, sagen wir es mal so, suboptimal nur zu meistern ist. Und eigentlich war mein Plan, das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen zurückgestellt werden müssen, dass wir einen Initiativbericht starten, in dem wir die Europäische Kommission auffordern, tatsächlich eine Blaupause zur Verfügung zu stellen für die Mitgliedstaaten, wie sie am besten dieses Clean Energy Package umsetzen. Es gibt ja beispielsweise aus Spanien und aus Frankreich bereits Ansätze, wie das umgesetzt worden ist, die zum Teil auch gar nicht schlecht sind. Zum Beispiel gibt es in Frankreich diesen Ansatz, alles, was hinter dem Ortsnetztrafo passiert, ist im Prinzip erstmal möglich. So, uff, ohne dass du Energieversorger bist oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich super, weil du da, ich sage jetzt mal, ein relativ großes Potenzial sehr unbürokratisch angehen kannst und dich halt nicht mit diesen ganzen Regelungen rumschlagen musst. Ich kann mich erinnern bei unserem Mieterstromprojekt, was wir hier in Neustadt gemacht haben. Ich glaube, ich habe einen ganzen Ordner voll mit Korrespondenz mit dem Hauptzollamt, bis die irgendwie geblickt haben, was wir da wollen und dass das eben nicht unter die Stromsteuerpflicht fällt, weil da ja viel zu geringe Mengen sind und dann muss man jedes Jahr wieder dieses Ding ausfüllen und eine Nullmeldung machen und dann haben sie einen neuen Sachbearbeiter gekriegt und dann muss man wieder alles von vorne erklären. Also es war irgendwie Katastrophe. Naja, auf jeden Fall, das sind halt auch solche Hürden, die du leichter abfedern kannst, wenn du eben ein großes Unternehmen bist mit einer eigenen Rechtsabteilung und so. Und ich bin auch unseren Stadtwerken hier vor Ort total dankbar, weil die uns wirklich unterstützt und geholfen haben und gesagt haben, hey, das kann nicht sein, dass ihr da vor solche Hürden gestellt werdet. Und wenn es um irgendwelche technischen Sachen geht, die von euch wissen wollen und wir euch helfen können, sagt Bescheid. Fand ich total klasse. Die haben uns da wirklich sehr unterstützt. Im Gegenzug haben sie dann dieses Mieterstrommodell, so wie wir es dann umgesetzt haben als Bürgerenergiegenossenschaft, einfach kopiert und haben dann weitere Mietshäuser damit ausgestattet und haben halt selber damit natürlich den Benefit eingefahren. Das ist mir ja recht. Also das geht mir jetzt gar nicht darum, dass ich da jetzt neidisch bin, ob jetzt der eine oder der andere damit Geld verdient. Je mehr Leute partizipieren können, desto besser ist es natürlich. Und mir ist es auch lieber ein Stadtwerk, was lokal verankert ist, wo aus den Gewinnen das Schwimmbad finanziert wird oder sonst was, ist da mit drin, als halt eine Aktiengesellschaft, wo ich praktisch überhaupt keine Verknüpfung habe, wo fließen denn eigentlich die Gewinne hin? So. Also insofern, das soll jetzt kein Argument gegen die Bürgerenergie sein, gar nicht, aber es soll ein Argument dafür sein, dass man einfach schaut, dass möglichst die Wertschöpfung einfach regional vor Ort verbleibt und den Leuten auch zugutekommt. Genau. Ja, Philipp hat mir gerade geschrieben, dass die Präsentation jetzt starten könnte. Ich glaube, ihr seht auch alle schon die erste Folie, kann das sein? Wunderbar. Ich habe auf dieser ersten Folie zum einen dieses typische Schaubild mit Solarthermie. Also das heißt, man kann die Wärme vom Dach ernten und kann die dann sowohl zur Heizungsunterstützung verwenden als auch fürs Warmwasser verwenden. Ich habe das selber bei mir vor, ach Gott, jetzt auch schon 10 Jahre, meine Güte, vor 10 Jahren noch ein Plätzchen auf dem Dach gefunden, neben der ganzen Photovoltaik, die da rumliegt, wo man das irgendwie auch noch unterbringen konnte. Mein Partner hat damals gesagt, ah, war, das lohnt sich überhaupt nicht, rechne doch mal nach, so viel kostet doch Warmwasser gar nicht, bis wir da irgendwie auf quasi Break-Even sind und unser Geld wieder raus haben, das dauert doch ewig. Das mag sein. Ich habe es auch nie nachgerechnet, muss ich zugeben. Aber allein schon dieses Gefühl, man stellt sich unter die Dusche und hat kein schlechtes Gewissen, 2 Minuten länger drunter zu stehen, weil es einfach die Sonne das Wasser warm gemacht hat und man dafür kein Molekül fossiles Erdgas verbrannt hat oder sonst irgendwas. Also schon das ist es wert, dass man sich sowas einbaut. Bei uns war es aus, ich sage jetzt mal,
statischen Gründen nicht möglich, das als Heizungsunterstützung zu bauen, weil einfach der Speicher zu groß gewesen wäre und das ist ein altes Haus und egal. Das ist aber in vielen Fällen durchaus möglich, dass man einen so großen Speicher auch einbaut, dass man damit tatsächlich seine Heizung auch unterstützen kann und damit natürlich direkt Primärenergie einspart. Das andere Bild sind sogenannte Balkonmodule. Das ist also auch geeignet für Leute, die beispielsweise in einer Mietswohnung wohnen und eben nicht sagen können, ich mache da mal irgendwas aufs Dach, sondern die können sich solche fertigen Module an den Balkon hängen und können die in die Steckdose stecken. Das heißt, man hat dann quasi die Ernte vom Balkon direkt im eigenen Stromnetz drin, also im eigenen Haushalt. Normalerweise ist die Leistung, die man da abgreifen kann, so gering, dass es auch überhaupt nichts ausmacht hinsichtlich Absicherung, Übersicherung oder sonst irgendwas. Entschuldigung, man sollte trotzdem immer noch mal den Elektriker fragen im Zweifelsfall und natürlich auch immer ein Modul nehmen, was entsprechend abgesichert ist, damit man keine böse Überraschung erlebt, weil plötzlich irgendwie der Stecker unter Strom steht oder so. Aber da gibt es sehr gute Anbieter. Ich werde jetzt natürlich keinen nennen, weil ja, ist ja klar, warum. Kannst du eins weiterblättern, Philipp, bitte? Genau. Das ist die berühmte Rahmstorf-Kurve, so nenne ich sie immer. Und zwar hat Professor Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut mal aufgezeichnet, wie ist denn der zeitliche Verlauf unserer CO2-Emissionen in Deutschland, beginnend mit dem Jahr 1990. Und dann hat er halt gesagt, na ja, es ist schön, dass wir immer über Jahreszahlen reden, aber eigentlich müssen wir über das CO2-Budget reden, denn am Ende des Tages geht es darum, wie viel CO2 wird in die Atmosphäre freigesetzt und nicht unbedingt, wann tue ich das. Und wenn man mit diesem Budgetansatz rechnet, dann gibt es halt ein Restbudget von 7,3 Gigatonnen, wenn man einfach mal sagt, okay, deutlich unter 2 Grad heißt ungefähr 1,75. Und das wollen wir mit 66% Wahrscheinlichkeit erreichen. Und das heißt, jetzt ab 2020 sind das noch 6,6 Gigatonnen. Und das bedeutet, wenn wir die gleichmäßig runterfahren, müssten wir 2035 ungefähr auf Null sein. Und wenn ihr euch die Kurve anschaut, dann wird auch deutlich, warum das Ganze echt eine Hausnummer ist. Weil wir haben jetzt in der ganzen Zeit, in den 30 Jahren seit 1990, gerade mal um die 20% eingespart, bisschen mehr als 20%, werden jetzt wahrscheinlich dieses Jahr doch noch mal auf über 30% kommen. Also diese 40%, die wir ursprünglich mal haben wollten, werden wir vermutlich nicht erreichen. Ja, aber die 60%, die noch fehlen, die müssen halt dann irgendwie in 15 Jahren runter. Und das wird sehr schwierig. Nächste Folie, bitte. Genau. Wir haben uns dann mal in der Bundesarbeitsgemeinschaft Energie die Mühe gemacht, zu gucken, wie kann man das überhaupt bewerkstelligen, um welche Sektoren geht's. Das sind zum einen die klassischen Stromanwendungen, wo wir ja jetzt schon 50% Ökostrom haben, was sehr gut ist. Aber es ist eben auch die Gebäudewärme, das hast du ja auch schon genannt, Julia, als Beispiel, dass wir da noch sehr, sehr viel weiterkommen müssen und auch schneller weiterkommen müssen. Es ist die Prozesswärme, das ist beispielsweise. Jetzt aus meinem Bundesland fällt mir da natürlich die BASF ein oder Schottglas in Mainz, die halt sehr, sehr hohe Temperaturen brauchen, wo man halt auch mit Solarthermie nicht so besonders weit kommt. Und es ist der ganze Mobilitätsbereich. Und bei diesen ganzen Dingen, die wir da tun müssen, geht es natürlich auch darum, das sieht man auch an den beiden Balken da links und rechts, ne? Der Endenergieverbrauch von 2500 Terawattstunden, der sollte halt auf ungefähr 1500 Terawattstunden runtergehen. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz viel Effizienz, Einsparung, weniger Energie verbrauchen, weil nur dann kommen wir überhaupt zu der Möglichkeit, das Ganze mit Erneuerbaren zu schaffen. Lasst euch nicht irritieren, ganz oft arbeitet gerade die fossilatomare Branche mit dem Begriff Primärenergie. Aber wichtig ist halt eigentlich die Endenergie, weil Primärenergie bedeutet, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, wie viel Kohle schaufle ich ins Kraftwerk rein? Aber das ist eigentlich irrelevant, weil relevant ist, wie viel Strom kommt aus dem Kraftwerk raus. Genauso bei der Mobilität, ne? Also letztlich ist es nicht interessant, wie viel Benzin tanke ich in das Auto rein, sondern wie viel Kilometer kann ich denn fahren?
Und dadurch, dass die elektrischen Anwendungen meistens sehr viel effizienter sind, also wenn wir auf Erneuerbare gehen, jetzt bei der Elektromobilität habe ich auch nachher noch mal was zu, aber auch gerade beim Kohlekraftwerk, ne? Die haben dann einen Wirkungsgrad von bestenfalls 40%. Das heißt, 60% der Energie schmeißen wir einfach weg. Und das ist aber dann natürlich trotzdem Primärenergie. Und deswegen ist diese Zahl so irreführend. Und deswegen kriegen auch viele Leute dann immer erst mal einen Schreck, wenn es heißt, ja wie, wir haben erst so und so viel Prozent an Primärenergie, dann fehlt uns ja noch viel, viel, viel mehr. Nee, das stimmt so nicht. Es fehlt uns nicht so viel mehr, weil wir eben in vielen Bereichen einfach ganz viel Energie verschwenden. Und damit müssen wir aufhören. Kannst du eins weiterblättern, bitte? Genau, da gehe ich jetzt ein bisschen schnell drüber. Das war ein Szenario, was die Bundesarbeitsgemeinschaft Energie entwickelt hat mit dem sogenannten Prosit-Tool von Hans-Heinrich Schmidt-Kahnefendt. Und angesichts, also da haben wir quasi geguckt, wo kann man welche Deckungszuwächse mit Erneuerbaren machen, was ist die Primärenergiequelle, die wir haben, haben auch bestimmte Annahmen getroffen bezüglich, wie wächst die Bevölkerung, wie viel Fläche wollen wir überhaupt bereitstellen für Biomasse und so weiter. Blätter einfach weiter. Also wir laden die PowerPoint auch hoch, also man kann die sich dann ruhig runterholen. Und dann sind wir auf ziemlich erschreckende Zahlen erstmal gekommen, wenn man es sich so anschaut, wie viel Gigawatt man tatsächlich zubauen muss, wenn man das Ganze so schnell schaffen will, sprich, wenn man das Budget einhalten will. Das ist nämlich der Pferdefuß daran, dass man, wenn man jetzt sagt, wir wollen 2035 schon null Nettoemissionen haben, dann müssen wir ganz viele Kraftstoffe beispielsweise aus erneuerbarem Strom herstellen. Weil wir können ja jetzt schlecht sagen, Leute, ihr müsst alle euer Auto wegschmeißen, auch wenn es noch fehlt. Und dadurch, dass wir eben so vieles auch ersetzen müssen, was heute noch mit fossilen Kraftstoffen funktioniert und was mit Anlagen funktioniert, die bis dahin nicht alle ersetzt werden durch elektrische Anlagen. Was weiß ich, Beispiel jetzt wieder BASF, ne? Die haben ihren Steamcracker, um quasi das Erdöl aufzuknacken für die Kunststoffe und alles Mögliche, was sie so herstellen. Ja, die werden jetzt nicht die vorhandenen Steamcracker alle einmotten und alle umstellen auf Elektro, nur weil wir das so gerne so wollen, weil das sind richtig viele Investitionen. Die gucken jetzt natürlich schon bei Ersatzanlagen. Also wenn sie jetzt was neu bauen, dann schauen sie schon, wie können wir das so machen, dass wir eben nicht mehr abhängig sind von Fossilen. Die sind da schon auf den Trichter gekommen, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Aber jetzt von jetzt auf gleich alle bestehenden Anlagen quasi einzumotten und zu ersetzen, das ist unserer Meinung nach nicht ohne weiteres möglich. Und deswegen haben wir diese gigantischen Zuwächse, weil wir eben synthetische Kraftstoffe brauchen und auch gesagt haben, wir wollen das einfach mal so rechnen, dass wir nichts importieren. Und das macht eben diese Ausbauzahlen auch erforderlich. Eins weiter, bitte. Ja, das ist nur noch mal eine Übersicht vom Fraunhofer-Institut, wo man ganz gut sieht, über die letzten 10 Jahre, haben die diversen erneuerbaren Energien auch zugelegt. Wasserkraft sieht man, ist relativ gleich geblieben. Windenergie ist sehr schön hochgegangen, aber da werden wir jetzt, wie ja vorhin auch schon gesagt wurde, einen Einbruch erleben, weil durch die Ausschreibungsverfahren einfach auch die lokalen Akteure rausgedrängt wurden und durch die Unsicherheit bei der Realisierung auch viele gesagt haben, darauf lasse ich mich gar nicht mehr ein. Ein zweiter. Ja, das ist auch öffentliche Zahlen, Agentur für erneuerbare Energien. Das ist jetzt aus dem Jahr 2019 und dieses schöne große blaue Segment sind also die Erneuerbaren und da ist auch nochmal aufgegliedert, wie die sich zusammensetzen. Und das kleine Gelbe da ist die Kernenergie und schon, aber das ist schon klar, wir werden die in ja, knapp 2 Jahren muss das ersetzt werden und wir wollen es natürlich nicht durch Kohle ersetzen, sondern durch Erneuerbare und das wird noch eine richtig dicke Aufgabe, weil das ist ja, wenn man es mal umrechnen würde, ungefähr fast doppelt so viel Photovoltaik, wie wir derzeit haben, rein jetzt von der Strommenge, die dafür gebraucht wird. Eins weiter. Ja, jetzt nochmal das, worüber vorhin gesprochen wurde, und zwar der enorme Preisrückgang bei der Photovoltaik. Das ist jetzt vom Jahr 2006. Der Balken ganz am Anfang und hinten sind wir bei 2018.
Ich kann noch als Fun Fact beisteuern, als ich meine erste PV aufs Dach gelegt habe vor 20 Jahren oder vor 20 Jahren habe ich mir das Angebot machen lassen, sobald das Erneuerbare Energiengesetz in Kraft war. Da war also dieser blaue Balken auf der linken Seite nochmal ein ganzes Stück höher. Ne? Also ich habe pro Kilowatt Peak 6.500 € bezahlt, umgerechnet. Damals waren nämlich noch D-Mark-Zeiten und heute zahlt man ein Fünftel davon oder so. Also das hat wirklich was ausgemacht, dass man eine verlässliche Nachfrage hatte. Nur dadurch sind diese Skaleneffekte möglich geworden. Sprich, es wurde dann halt nicht mehr, ich sag's jetzt mal, flapsig in der Garage zusammengeschraubt, sondern es wurden Fertigungsstraßen aufgebaut. Und in dem Moment, wo ich quasi einen Massenmarkt habe und auch in der Masse produziere, gehen natürlich die Preise runter. Das ist ganz klar. Und man ist mit Material sparsamer geworden und so weiter. Eins weiter. Ja, hier ist nochmal das schöne Bild. Leider habe ich kein aktuelleres gefunden. Das ist also Stand Dezember 2017. Da seht ihr auf der linken Seite, das hellgrüne sind Privatleute, dann unten drunter sind Landwirte, dann kommt Gewerbe, Projektierer und dieser kleine orangene Bereich und der noch viel kleinere hellorangene Bereich, das sind Energieversorger. Die großen vier sind dieses kleine orangene Segment. Und das, glaube ich, macht auch nochmal klar, warum jetzt die großen vier gar kein großes Interesse hatten an den Erneuerbaren, weil sie da selber gar nicht so sehr stark beteiligt waren. Mein Eindruck war allerdings, ich habe mir eine Zeit lang relativ intensiv auch diese Stellungnahmen durchgelesen, die beim BMWi eingereicht haben. Und ganz häufig wird da sehr technisch argumentiert, aus so einer Richtung raus. Das Netz kann sowieso nie mehr als 20% Erneuerbare vertragen. Das wurde dann stetig erhöht, diese Zahl, weil es war ja ganz offensichtlich, dass das Netz da nicht zusammengebrochen ist. Also mittlerweile sagt man, das Netz kann nicht mehr als 60% Erneuerbare vertragen. Also wenn dann die 60 erreicht sind, dann wird wahrscheinlich 80 drinstehen oder so. Keine Ahnung. Das sind natürlich Sachen, wo man natürlich auch, also ich kann das ja verstehen, mir geht es ja selber auch so. Ich muss mich an Experten wenden, denen ich vertraue, was diese technischen Dinge angeht. Weil ich weiß es einfach nicht. Ich habe diese Ausbildung nicht. Ich habe nicht täglich quasi, ich sitze nicht täglich in der Netzschaltzentrale, ne? Und wenn dann natürlich ein Energieversorgungsunternehmen so eine Stellungnahme einreicht und sagt, ja, aber dann haben wir ja die Gefahr von Blackouts und deswegen muss man da unbedingt was gegen machen, ist natürlich jeder verantwortungsvolle Politiker sagt, ja, um Gottes Willen, ich will ja keine Blackouts. Deswegen haben die natürlich einfach schon einen Vorsprung in Anführungszeichen durch die Kompetenz, die ihnen zugeschrieben wird. Und das ist aus meiner Sicht auch tatsächlich ein Problem. Ich kenne zum Glück eine Menge Leute, die sich wirklich auch in diesen technischen Bereichen sehr gut auskennen und die ich auch fragen kann und wo ich dann auch sagen kann, hey, ich habe jetzt das und das gelesen oder der und der hat mir das und das erzählt, stimmt es denn? Und da dann auch noch mal die Möglichkeit zu haben, bei jemandem rückzufragen, das ist sehr, sehr viel wert. Und ich denke halt, dass es in den Ministerien sitzen ja jetzt auch keine Elektrotechnik-Ingenieure, sondern da sitzen logischerweise die Leute, die gut Gesetzestexte schreiben können. Und von daher ist da, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem des Wissensvorsprungs auf Seiten der Techniker und wo dann im Endeffekt manchmal in Gesetzen Passagen drinstehen, die aus technischer Sicht gar nicht nötig sind oder nicht mehr nötig sind, sage ich jetzt mal, die aber erhalten bleiben, weil bestimmte Akteure auch ein Interesse daran haben, dass sie erhalten bleiben. Genau, eins weiter. Ja, das ist jetzt eine etwas unübersichtliche Tabelle. Das stammt aus der neuen Fraunhofer ISE-Studie. Die haben verschiedene Szenarien sich angeschaut, wie viel Energie wir tatsächlich benötigen und was dann auch die Mehrkosten durch die Transformation sind. Ich will jetzt gar nicht jede Zahl im Einzelnen erläutern. Was nur deutlich werden soll, ist, je stärker die Widerstände gegen den Einsatz von neuen Technologien sind, desto teurer ist es am Ende des Tages, weil desto mehr Importe brauchen wir. Ist ja logisch, ne? Wenn wir sagen, wir wollen bei uns keine Windräder aufbauen, irgendwoher muss die Energie ja kommen. Und der umgekehrte Fall ist dann sozusagen das Suffizienzszenario.
wo nicht nur die Akzeptanz da ist, sondern auch die Bereitschaft für Verhaltensänderungen. Dass man zum Beispiel sagt, ich muss vielleicht nicht, keine Ahnung, ich fange mal an bei eine Wohnung mit 300 Quadratmetern bewohnen oder jedes Jahr so und so viel Kilometer im Privat-Pkw fahren oder auch mir so und so häufig neue Dinge anschaffen. Das benötigt ja auch alles Energie, die herzustellen. Und wenn man dieses Suffizienzszenario anschaut, dann sind die Vermeidungskosten, also die Vermeidungskosten bedeutet, wie viel Euro muss ich investieren pro Tonne CO2, die ich vermeide, zwischen 2020 und 2050 im Durchschnitt. Da sind wir bei dem Szenario starke Widerstände bei 233 Euro pro Tonne und bei Suffizienz nur bei 50 Euro pro Tonne. Das heißt, wir haben natürlich dieses klassische Dilemma. Es ändert so gut wie gar nichts, wenn es einer alleine macht, aber wenn es alle zusammen machen, dann hat es einen ganz enormen Effekt auf das, was es uns letztlich auch an zusätzlichen Investitionen, was es da braucht. Genau. Eins weiter. Ja, da will ich einfach nur noch mal ganz schnell drüber gehen. Da geht es darum, haben sich die Kosten für Windenergie entwickelt, beziehungsweise was nimmt man an, was tatsächlich auch aufgerufen werden wird. Und da muss ich sagen, wenn ich mir, also das ist jetzt vom Energy Watch Group Szenario, wenn ich mir anschaue, wie die Entwicklung war, solange wir noch das EEG hatten, wo wir ja auch eine festgeschriebene Degression, also eine festgeschriebene Abnahme der Preise hatten, dann war das gar nicht so viel unterschiedlich. Das heißt, der Wechsel zu den Auktionen hat keine große Preisersparnis gebracht, aber es hat eine enorme Reduktion der Akteursvielfalt nach sich gezogen. Eins weiter. Genau, das ist auch nochmal dargestellt. Das Orange sind die Genehmigungen und das Blaue ist die neu gebaute Windkapazität. Und das sieht man ja 2016, kurz vor Änderung der, also kurz vor Einführung der Ausschreibungen, gab es nochmal so ein richtiges Windtunverfahren, ne? So aus der Reihe, das müssen wir schnell noch fertig kriegen, bevor quasi die Ausschreibungen kommen und danach ist es also total eingebrochen und deswegen werden wir eben auch in den Jahren 2020, 2021 so wenig Zubau haben. Und weiter. Genau, das ist, nee, da können wir eigentlich drüber gehen. Das ist nochmal, wie viel CO2 haben wir eigentlich vermieden und wodurch. Da sieht man auch, dass der Wärmebalken noch viel zu kurz ist. Da müssen wir also auch noch einiges machen und Verkehr ist praktisch noch nichts passiert. Und weiter. Das ist das Potenzial, was die LUT-Universität in Finnland sieht. Also die hat quasi jedes Land weltweit angeguckt und hat gesagt, wie wahrscheinlich ist es, dass man tatsächlich das vollständig mit Erneuerbaren versorgen könnte. Und bei Grün heißt, ja, geht schon. Eins weiter. Genau, das sind jetzt nur ein paar Beispiele von Anbietern, die eben Ökostrom oder auch Bürgerstrom anbieten. Die Bürgerwerke, die da ganz oben stehen, sind sowas wie eine Dachgenossenschaft für Energiegenossenschaften, die also diesen ganzen bürokratisch-technischen Kram übernehmen und damit eben auch kleinen Energiegenossenschaften die Möglichkeit geben, dass die einen eigenen Stromtarif anbieten. Das sind jetzt wirklich nur Beispiele. Es gibt noch ganz viele Akteure, aber nur um deutlich zu machen, es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man Ökostrom haben möchte, da nur eine einzige Möglichkeit hat und viele von die Akteure, die hier draufstehen, sind eben auch die, die sagen, wir wollen nicht so ein Ableger sein von einem großen Energieunternehmen, was auf der einen Seite Kohle und Atomstrom verkauft und auf der anderen Seite halt auch so ein bisschen Ökostrom, weil es halt Zertifikate aus Norwegen kauft. Weiter. Genau, was bedeutet denn Elektrifizierung für den Haushalt? Also, wir haben das ja vorhin, habe ich ja schon ein bisschen was zur Solarthermie gesagt. Die Wärmepumpe ist ein ganz wichtiges Element, damit wir unsere Wärmeversorgung dekarbonisieren können. Die Wärmepumpe ist sowas wie ein umgekehrter Kühlschrank. In dem Kühlschrank ist es so, dass die Wärmepumpe die Kälte nach drinnen schafft und die Wärme nach draußen, also in die Wohnung. Und die Wärmepumpe, mit der ihr eure Wohnung heizen könnt, schafft die Kälte nach draußen und die Wärme nach drinnen. Also um es jetzt mal ganz, ganz simpel auszudrücken. Und mit dieser Art quasi die Energie der Umgebung zu nutzen, weil die Umgebung muss ja dann die Kälte aufnehmen,
die du quasi aus deiner Wohnung rausschaffst, in Anführungszeichen, kann man eben enorm Energie einsparen. Aber die Wärmepumpe ergibt auch nur Sinn, wenn wir tatsächlich unsere Häuser isolieren und wenn wir unsere Häuser effizienter machen. Denn ansonsten brauchen wir so viel Strom, um Gebäude zu heizen, was schlecht isoliert ist, dass wir am Ende des Tages das gar nicht alles liefern können mit erneuerbaren Energien. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass wir in der Gebäudeeffizienz vorankommen. Da ist die Bundesregierung jetzt leider auch nicht so wahnsinnig ambitioniert. Die hätte nach dem Winterpaket zum Beispiel ein sogenanntes Near Zero Energy Building definieren müssen. Das heißt fast null Energiegebäude. Und die Bundesregierung hat gesagt, ja, das ist so die NF 2016. Das ist unser nahe Null Energiegebäude. Was natürlich angesichts der Tatsache, wie lange es hier schon Passivhäuser gibt oder auch Gebäude, die sehr, sehr, sehr viel weniger Energie pro Quadratmeter verbrauchen, ist es schon ein bisschen frech. Also ich habe da auch schon eine Anfrage gestellt an die Kommission, ob sie das so akzeptieren und habe aber bisher noch keine Antwort darauf bekommen. Aber ich glaube, dass die nicht so wirklich glücklich drüber sind. Ich habe so einen Zweizeiler zurückgekriegt, aus dem man so zwischen den Zeilen lesen kann, naja, das ist jetzt nicht so wirklich toll. Im Moment haben wir noch keine Handhabe gefunden, wie wir dagegen vorgehen können, weil es hat natürlich auch seinen Grund, dass es im Clean Energy Package so wolkig und unbestimmt drinsteht. Das haben ja auch Leute von der anderen Seite daran mitverhandelt, das ist ja klar. Genau, ja, Wärmepumpe habe ich erklärt. Kannst du eins weiterschalten, bitte? Genau. Elektromobilität. Direkt ans Weiter. Genau. Das ist nämlich der Vergleich, den ich viel, viel praktischer finde. Wenn man jetzt sagt, okay, aber wir können ja einfach unsere Verbrenner weiterfahren und dann füttern wir die eben mit Biodiesel aus Mais oder mit Biogas aus Mais. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie weit komme ich denn mit einem Hektar? Ne? Also mit 10.000 Quadratmetern. Wenn ich auf diesen 10.000 Quadratmetern Mais anbaue und mache daraus Biodiesel, dann kann ich damit 30.000 Kilometer fahren. Ist eigentlich ganz gut, denkbar. Aber wenn man jetzt guckt, ich mache da einfach PV drauf, sprich einen Solarpark drauf, dann kann ich da 700.000 Kilowattstunden ernten. Und selbst wenn ich 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauche, Klammer auf, ich verbrauche mit meinem übers Jahr weg 12 Kilowattstunden, also gemittelt Sommer und Winter. Also selbst wenn ich 20 verbrauche, komme ich damit 3,5 Millionen Kilometer weit. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Das heißt, selbst wenn man hergeht und sagt, wir wollen auch was für den Naturschutz tun, das heißt, wir nehmen diesen Maisacker, wo wir vorher quasi Biodiesel draus gemacht haben oder Methan draus gemacht haben, was wir dann in ein Auto tun, und tun nur auf die Hälfte PV drauf und nehmen die andere Hälfte der Fläche und verwenden die quasi als Naturschutzfläche. Selbst dann kommen wir ja noch mehr als, müsste ich jetzt direkt ausrechnen, also jedenfalls erheblich weiter, mehr als 50 Mal so weit, wie wenn wir da diesen ganzen Maisacker für Mobilität verwenden. Eins weiter. Genau, und da sind wir nochmal auf den Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist sozusagen so ein mittlerer Vergleich. Also die sind jetzt Green Gear, verwendet halt die Zahlen von den Autos, die auf dem Markt sind. Deswegen ist der Elektroantrieb auch relativ hoch, weil die halt die ganzen Teslas mit drin haben. Und Tesla ist, wenn man es jetzt in Verbrenner quasi umrechnet, ist ein Tesla ein Porsche Panamera oder sowas, ne? Also so ein richtig fettes Auto, was einfach auch sehr, sehr schnell fährt und deswegen viel Sprit verbraucht. Aber wenn man es jetzt rein auf Energiegehalt umrechnet, dann sieht man, selbst bei diesem etwas schiefen Vergleich ist man schon erheblich besser, als wenn man Biomethan, Bioethanol oder gar Benzin und Diesel nimmt. Und weiter. Genau. Und hier die Zukunftsmobilität rechnet jetzt mit 15 Kilowattstunden und sagt, mit 15 Kilowattstunden kommt man 100 Kilometer weit. Die Brennstoffzelle kommt nur halb so weit. Ein Power to Gas und Power to Liquid wirklich ein Bruchteil davon. Also wer euch erzählen will, von wegen die Brennstoffzelle ist die Zukunft, den könnt ihr direkt fragen, wo er denn die doppelt so vielen Windräder aufstellen will, die man dann braucht, um die Autos entsprechend anzutreiben. Und wer gar sagt, dass wir einfach flüssige Kraftstoffe nutzen sollten, die man dann synthetisch erzeugt. Ja, wie gesagt, der soll dann sagen, wo wir diese Flächen hernehmen sollen, weil wir wirklich mindestens das Sechsfache brauchen, wenn wir denn
diese ganze Energie, die ja erstmal als Strom vorliegt, erst noch x-mal umwandeln, bis wir dann tatsächlich was haben, was man in einen normalen Verbrenner reintun kann. Jetzt weiter. Genau, da sind nochmal diese Gesamtwirkungsgrade. Da sieht man es auch ganz gut, wie viel letztlich übrig bleibt. Eins weiter. Genau, das sind jetzt quasi nochmal, was kann man zu Hause machen? Also ich kann mir PV aufs Dach machen, ich kann mir Solarthermie aufs Dach machen, oder an den Balkon, wie auch immer. Oder manche Leute haben auch ihre Carports damit ausgerüstet. Ich habe sogar schon Gartenhäuschen mit Solar gesehen. Das fand ich dann besonders goldig. Und ich denke, dass dadurch, dass auch die Speicheroptionen immer billiger werden und immer besser zugänglich werden, ich habe sogar jetzt schon davon gehört, dass eine Firma einen Haushaltselektrolyseur rausbringen will, wo man dann tatsächlich Wasserstoff zu Hause speichern kann in einer Festzelltechnologie. Ne? Also nicht so, dass man dann das irgendwo einen Gastank im Keller hat. Das fände ich, glaube ich, weniger beruhigend. Aber an sich finde ich das eine sehr spannende Option. Jetzt weiter. Ich glaube, wir sind noch fast durch. Genau, darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Clean Energy Package. Eins weiter. Und dann wollte ich noch mal Werbung machen für das Programm, was es in Rheinland-Pfalz gibt, nämlich KLIK, Klimaschutz in kleinen Kommunen. Da ist unser Verbund von Energieagenturen, die auch vom Energieministerium gefördert werden. Die unterstützen gerade in kleinen Kommunen, die halt nicht extra zwei Stellen ausschreiben können für Klimaschutzmanager, die sich dann um alles kümmern, sondern da geht die Energieagentur hin und sagt, passt mal auf, eigentlich gibt es in jeder Kommune more or less dieselben Instrumente, um Klimaschutz zu betreiben. Ja, das heißt, man macht erstmal ein Energiemanagement von den öffentlichen Gebäuden, man belegt die Schule mit PV-Zellen, man tauscht die Straßenlaternen aus und so weiter. Und wir Energieagentur unterstützen euch als Kommune dabei, das umzusetzen. Informationen über Fördermittel, die Kümmerer vor Ort entsprechend unterstützen und denen helfen. Und das funktioniert richtig gut. Jetzt weiter. Genau. Regionale Wertschöpfung ist immer wieder auch, finde ich, eins der Hauptargumente. Also wenn jetzt auch gerade in den Diskussionen, die ich so in den letzten Tagen geführt habe, ne, wenn es dann im Europaparlament heißt, ja, aber wir müssen doch jetzt erstmal Geld in die Hand nehmen, um diese Krise zu bewältigen und so, was natürlich stimmt, das will ich ja gar nicht dagegen reden. Aber dann zu sagen, ja, wir müssen die Wirtschaft so, wie sie ist, dann auch wieder in Schwung bringen, da sage ich halt, warum sollen wir eine Wirtschaft so, wie sie ist, wieder in Schwung bringen, bei der wir alle EU-Bürgerinnen und EU-Bürger jährlich 400 Milliarden Euro ausgeben, um fossile Brennstoffe zu importieren. Das ist doch Quatsch. Also wenn wir schon was wieder in Schwung bringen, dann doch gleich so, dass wir das Geld auch bei uns behalten, dass wir regional damit arbeiten können. Weiter? Genau, das war nämlich schon das Ende. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Die Hand kennst du ja, Marco, ne? Genau. Genau, das ist nämlich genau eure Hand. Wir sind die Energiewende und das ist so ein Bürgerwindpark und die Leute sind halt total glücklich und froh und stolz auch drauf, was sie geschafft haben. Und ja, und ich glaube, das ist auch ein Zeichen von Solidarität und Zusammenarbeit. Und sehr, sehr viele Akteure, die ich aus dem Bereich kenne, haben, keine Ahnung, Hunderte und Tausende unbezahlter Stunden reingesteckt in ihre Projekte und in ihre Energiegenossenschaften und Energiegemeinschaften, weil sie einfach sagen, wir schaffen das nur zusammen und wir können auch nur zusammen diese Energiewende weiter voranbringen. Und da bin ich wirklich fest von überzeugt, dass Zusammenarbeit und Solidarität am Ende des Tages das ist, was uns Menschen ausmacht. Genau. Ja, jetzt habe ich doch relativ lange geredet. Aber vielleicht magst du noch mal was sagen, Marco. Du hast es ja vorhin in der Einleitung schon gesagt. Da waren aber auch noch, sind jetzt noch ein paar mehr auch in dem Webinar. Ich habe gerade mal auf die Teilnehmerinnenzahlen geguckt. Wie kann man, also wo findet man Unterstützung? Was bietet ihr auch als Bündnis Bürgerenergie an, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich sitze hier in Anführungszeichen allein in meinem, keine Ahnung, Klein Blittersdorf oder sonst wo. Wie kann ich was erreichen? Was kann ich tun? Wie unterstützt ihr die Leute? Ja, vielen Dank.
Vielen Dank auch nochmal für die Präsentation, die wirklich eindrucksvoll gezeigt hat, was alles geht, was alles möglich ist, wenn sich Leute zusammentun und wenn sie wirklich auch den Mut haben zu handeln und sich nicht entmutigen lassen von irgendwelchen Leuten, die sagen, das ist was für die Profis, das kriegt ihr technisch gar nicht hin und auch wirtschaftlich nicht und die ganze Bürokratie, das ist nichts für euch. Es stimmt nicht. Und auch vielleicht nochmal zu dem letzten Bild, was du zum letzten Bild gesagt hast, zu diesen Leuten, die an diesem Windpark stehen und sich wirklich identifizieren damit. Ich bin wirklich ehrlich immer wieder beeindruckt, wenn hier Leute anrufen, die vor Ort Bürgerenergie machen. Das sind keine Laien mehr. Da rufen Leute an, die sind wahnsinnig fit in den Dingen, die sie tun, auch wenn sie es wirklich nach Feierabend gemacht haben. Und ich bin immer wieder überwältigt, wie viel Expertise es da draußen gibt. Die Leute wissen wirklich, wie das geht. Und die beißen sich dann auch wirklich alle Zähne aus an der Bürokratie, an vielen Dingen und schaffen es am Ende dann aber auch. Ja, und wie kommen Leute dahin, dass sie dann wirklich am Ende Experte sind, Expertin sind für Bürgerenergie? Wie kann man anfangen? Es gibt natürlich wirklich eine Reihe von Anlaufstellen, die man machen kann. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man wirklich Mut hat, sich umzugucken in seiner Umgebung. Was gibt es für Potenziale? Was kann ich machen? Habe ich ein Haus? Habe ich das Kapital? Habe ich einen Balkon? Wie sind die Potenziale bei mir in der Nähe? Was fehlt? Was habe ich mir eigentlich schon immer gewünscht? Und wirklich auch den Mut haben, wirklich all diese Fragen zu stellen und sich nicht entmutigen zu lassen und nicht zu denken, nicht sich von irgendjemandem erzählen zu lassen. Das sind Fragen, die du, Bürgerinnen und Bürger, dir gar nicht zu stellen brauchst, weil du bist versorgt und fertig und mach halt deine Arbeit. Wo kann man anfangen? Wo kann man suchen? Also ich glaube, der erste Schritt sollte natürlich, könnte immer sein, bei uns eine Mail zu schreiben, uns anzurufen. Wir sind kein besonders großer Laden, aber wir versuchen alle Anfragen sozusagen zu bearbeiten, die reinkommen und wir helfen immer gerne weiter. Also wir sind sozusagen auch auf der Bundesebene aktiv als Bündnis Bürgerenergie, aber es gibt in den Ländern, in den Regionen auch eine Reihe von Anlaufstellen, die heißen zum Beispiel Landesnetzwerke, Energiegenossenschaften. Auch bei einigen Energieagenturen in den Bundesländern gibt es Stellen, die sich mit Bürgerenergie beschäftigen, wo man sie sozusagen aufschlagen kann und seine Frage stellen kann. Es ist auch so, dass zum Teil Verbraucherzentralen da auch sozusagen Hilfe leisten und da auch wirklich ein offenes Ohr für haben. Ganz wichtig zu schauen, ob es wirklich eine Bürgerenergiegenossenschaft, eine Bürgerenergiegemeinschaft vor Ort gibt, die sich trifft, die eine Telefonnummer hat, wo man wirklich Kontakt zu aufnehmen kann. Wir sind auch immer wieder überrascht. Wir finden tatsächlich als Bündnis Bürgerenergie immer wieder Bürgerenergiegesellschaften, nämlich in Regionen, wo wir eigentlich vorher gedacht haben, da gibt es nichts. Also gerade da ist irgendwie ein weißer Fleck, kommt auf einmal, hey, da gibt es wirklich Leute, die treffen sich alle 2 Wochen im Gasthaus und planen ihre Anlagen weiter und ärgern sich auch über die Energiepolitik und haben total viel Know-how und machen vielleicht auch beruflich was bei den Stadtwerken und haben total viel Know-how und setzen das in ihrer Freizeit um. Oder sind vielleicht auch so erfolgreich, dass sie auch wirklich Leute anstellen können. Also von daher die Ermutigung, wirklich sich vor Google zu setzen und zu überlegen, wo sind da auch, einfach mal so drauf los zu googeln, gibt es eine Bürgerenergiegesellschaft in meiner Nähe, an die ich mich wenden kann. Es gibt eine Reihe wirklich von Organisationen, an die man sich wenden kann. Und die machen auch Öffentlichkeitsveranstaltungen, da kann man dazukommen. Und die sind wirklich immer froh, neue Mitglieder zu haben. Wir brauchen wirklich auch eine Bürgerenergie, eine Diversität. Wir brauchen junge Leute, wir brauchen insbesondere, das ist leider so, auch ganz, ganz viel mehr Frauen. Es ist leider so, dass auf den Veranstaltungen, die wir machen, wirklich viel zu wenige Frauen sind. Und da bin ich immer ein bisschen peinlich berührt. Deswegen sozusagen die Ermutigung an alle, die jetzt zuhören, sich wirklich, auch wenn man glaubt, hey, ich will mich da nicht zu diesen Ingenieuren und Studienräten sozusagen vielleicht dazusetzen, hey, wir brauchen euch, kommt dazu. Und das ist ganz wichtig. Und jeder kann Expertin, jeder kann Experte werden. Jeder kann was beitragen. Ja, Julia, an dich nochmal eine Frage. Und zwar kam die nämlich heute Nachmittag schon per Mail rein im Vorfeld, die zwar auch an mich ging, aber wir sind da von europäischer Ebene, können wir da nicht so viel machen. Es werden ja jetzt, das hast du selber gesagt, das EEG ist jetzt gerade 20 Jahre alt geworden und demzufolge werden auch bald die ersten Anlagen aus dem EEG rausfallen. Also meine ist nächstes Jahr dran. Was wäre aus deiner Sicht notwendig, um diese Kapazität zu retten, sage ich jetzt mal, ne? Denn das ist ja jetzt gut, was jetzt 2000,
2000 beziehungsweise 2001 ans Netz gegangen ist, ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, aber das wird ja über die folgenden kommenden Jahre immer mehr sein, die aus dieser festen Einspeisevergütung rausfallen. Und ja, was kann man tun, damit dieser erneuerbare Strom nicht einfach wegfällt? Genau, das sind ja sowohl Windenergieanlagen als auch Solarstromanlagen. Bei der Biomasse ist es nochmal eine andere Herausforderung, weil ja, da würde ich vielleicht gleich bei Bedarf nochmal drauf eingehen, aber jetzt erstmal zu Solar und Wind. Bei der Windenergie, also wir hatten ein sehr gut besuchtes und von sehr guten Vorträgen begleitetes Fachgespräch genau zu dem Thema, nämlich vor einigen Wochen im Bundestag, als man noch Präsenzveranstaltungen machen konnte, haben wir Grünen dazu eingeladen, um genau diese Frage auch zu besprechen. Und ist es so, dass man natürlich bei den Windenergieanlagen erstmal schauen muss, kann man vor Ort repowern? Also sprich, kann man eine kleine Anlage durch eine modernere, größere ersetzen, dann ist das in der Regel die bessere Variante, um bei der Energiewende voranzukommen, weil man dadurch natürlich sehr viel mehr Strom produzieren kann und dadurch dann ja ermöglicht, dass wir da weiterkommen. Wenn man dort vor Ort keine größere Anlage auf den alten Standort setzen kann, dann ist natürlich ein Weiterbetrieb je nach Zustand der Anlage möglich. Dazu haben wir jetzt verschiedene ja, Einschätzungen auch von den Experten, die wir da eingeladen hatten, gehört, die gesagt haben, naja, irgendwann gibt es dann auch so einen Punkt, da sind dann die Wartungskosten oder Reparaturdinge und sowas dann vielleicht doch zu hoch, als dass man sie wirtschaftlich weiter betreiben kann. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber es ist natürlich gut, wenn sich da dann auch Akteure zusammentun, wenn beispielsweise dann auch sogenannte PPAs stattfinden oder Stromversorger beispielsweise, du hattest ja ein paar genannt, auch die genossenschaftlich organisiert sind, wie Greenpeace Energy oder andere, dass die dann beispielsweise auch sagen, komm, wir kaufen euch jetzt den Strom ab zu einem festen Preis. Also solche Dinge und Modelle sind da denkbar. Aber du hast ja auch ganz konkret nach den Solaranlagen gefragt. Auch das ist eine große Herausforderung. Und auch da brauchen wir politische Rahmenbedingungen. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Wind, weil ich das eben einfach geschlabbert habe, was da politisch passieren muss. Das ist ja die eigentliche Frage, ne? Und zwar ist es wichtig, dass wir Repowering-Projekte mit schnelleren Genehmigungsverfahren hinkriegen. Also, dass es unbürokratischer, einfacher wird, weil da wurde ja schon mal ein Standort genehmigt, da wurden ja schon mal alle Gutachten vorgelegt. Und deswegen glauben wir, dass es klug wäre, wenn man da sagt, okay, ihr könnt jetzt sozusagen einen Fast Track nehmen, ihr könnt noch schneller halt die Genehmigung auch für einen neuen Windpark an der gleichen Stelle bekommen. Natürlich müssen Ein bestimmte paar Sachen muss Rahmenbedingungen man anpassen, einhalten. ne? Bitte? Also so ein paar Sachen muss man sich, aber dann auch wenn es Repowering ist, muss man sich ja trotzdem ein paar Sachen anschauen. Also wenn ich jetzt denke, Logisch. eine große neue Mühle, die vielleicht auch nochmal vom Geräuschpegel anders ist als eine kleinere ältere. Also man kann jetzt nicht sagen, oh, wir brauchen gar nichts mehr zu prüfen, oder? Nein, 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 nein. Aber Ja, es soll einfacher werden als ein komplett neuer Park sozusagen, ne? okay. Ja, genau. Und die andere Frage bei den Solaranlagen ist folgende. Das sind ja Tausende von Anlagen, die nächstes Jahr allein davon, also in dieser Situation wären, wie du das beschrieben hast. Und da wäre ein Vorschlag, dass man sagt, okay, ihr kriegt den Marktwert, also sprich, ne, Pi mal Daumen, den Centbetrag, den man eh an der Börse gerade handelt, für eine Kilowattstunde Strom. Das ist fair, weil ich meine, der Strom wird ja auch genutzt im Netz. Wichtig ist aber, dass wir hier vor allen Dingen die Regelungen so schaffen, dass die Menschen nicht aus Versehen sozusagen illegal einspeisen und dann abgeklemmt werden. Weil das wäre das Allerschlimmste, finde ich, dass eine Anlage, die noch funktioniert, die zur Verfügung steht, die sauberen Strom einspeist, natürlich nicht eine Riesenmenge, aber über die Summe sind es viele Anlagen, die alle ein bisschen einspeisen. Und das sollte weiter auch genutzt werden, weil wir brauchen jede einzelne Kilowattstunde für diese Energiewende und für Klimaschutz. Und deswegen muss es ganz dringend von der Bundesregierung oder halt dann von uns vom Bundestag was beschlossen werden. Und da drängeln wir auch als Grüne, weil wir glauben, das ist ganz wichtig, dass das rechtzeitig vor dem 1. Januar halt klar wird für alle. Nämlich die Ideallösung wäre, die Menschen müssen sich vor Ort um gar nichts kümmern, sondern es wird automatisch etwas geregelt sozusagen, ne, mit ihrem Netzbetreiber vor Ort, der dann automatisch die in das neue System überführt und sagt, okay, wir regeln das hier alles, oder sich auch von sich aus an diejenigen wendet, anstatt dass die wieder aktiv werden müssen, tausend Formulare ausfüllen und so weiter. Das wäre die Idealvorstellung, aber
Leider ist es im Augenblick nicht abzusehen, ja, ob von der Bundesregierung selber ein Vorschlag kommt, wann das soweit ist. Und deswegen müssen wir da weiter Druck machen, auch auf allen Ebenen. Ja, vielleicht soweit. Moment, jetzt hat gerade mein Rechner irgendwas Lustiges gemacht. Da bin ich wieder. Gut. Vielleicht gibt es ja auch noch Fragen von den Ja, gibt Zuschauern. Das es. weiß ich nicht. Gibt es, genau. Habe ich nämlich jetzt gerade gesehen, aber da ist der Pfeil dazu, den habe ich vergessen. Sowas. Also, es gibt vier Fragen, habe ich gerade gesehen. Die haben mir jetzt aber auch nicht mehr wirklich angezeigt. Ansonsten kann Moment. ich vielleicht noch kurz sagen, warum ich eben den Kopf ein bisschen geschüttelt habe, als du gesagt hast, wenn man so eine Balkonsolaranlage installiert, sollte man vielleicht trotzdem vorher einen Elektriker fragen. Also, ich habe das nicht gemacht, Jutta. Ich habe die illegal einfach eingestöpselt. Und sie funktioniert wunderbar. Es ist ganz toll. Also insofern, ich Also gehöre sagen wir zu es mal diesen. so, in 99% der Fälle wird es so sein. Mir ist nur gerade in den Sinn gekommen, ich war dann etwas aufgeschmissen, als ich mit meinem Elektroauto zu meinen Eltern gefahren bin und hatte extra sogar meine mobile Ladestation. Also das ist quasi nur die Elektronik, ne? Weil also das Auto will mit der Ladesäule sprechen und wenn auf der anderen Seite nur eine dumme Steckdose ist, dann funktioniert es nicht. Also habe ich so eine mobile Ladestation, in der quasi die Elektronik drin ist und wo du dann einstellen kannst, hänge ich am Starkstrom, hänge ich an der Haushaltssteckdose, bla bla bla. Naja, und hänge das also an und stecke das ein. Rien ne va plus. Also so gar nichts. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und irgendwann kam mein Vater angewackelt und sagte, ja, weißt du nicht, hier im Haus ist nur zweiadrig verlegt. Die haben keine Erde im Haus. Ich bin beide vom Hocker gefallen. Ja, aber es ist so, ne? Und ich weiß nicht, ob das dann so schlau wäre, ein Balkonmodul anzuklemmen oder was da passieren würde, keine Ahnung. Es ist, glaube ich, auch nicht der Regelfall, dass die Leute zweiadrig angeschlossen sind. Das ist, glaube ich, wirklich ein eher kleinerer Teil der Gebäude, die so an allen Regelungen vorbei mit Strom versorgt sind. Aber Aber da sieht daher man ja. kam das, wo mir das eben in den Kopf kam. Aber du hast natürlich recht, Julia. In aller Regel, da gibt es ja Vorschriften, wie auch dieser Stecker ausgestaltet sein muss und so weiter. Und angesichts dieser geringen Leistungen kannst du eigentlich auch das Netz kaum überlasten. Genau. Also, wir haben vier Wortmeldungen, sehe ich gerade, von Lena, von Jörg, von Marie-Louise und von Monika. Ich würde das jetzt so machen, dass ich euch der Reihe nach dran nehme, würde euch bitten, euch ganz kurz vorzustellen, sprich, nur wer seid ihr so aus der Reihe, ich bin normale Bürgerin oder ich bin keine Ahnung, Aktienbesitzerin bei RWE oder sonst was. Und noch sagen, an wen sich eure Frage richtet und genau, Lena. Moment, ich versuche jetzt gerade Lena freizuschalten. Das geht aber hier nicht. Ach je. Aldo, kannst du das machen? Ich krieg hier irgendwie dieses Dashboard nicht auf. Ja, kann ich machen. Hier die Stimme aus dem Off. Lena sehe ich aber nicht. Ich sehe als Fragestellerinnen Christian M. Cornelia G. Ah, Ihr ja, Moment, B. jetzt habe ich das Dashboard auch aufbekommen, wie schön. Du sagst mir, wenn ich freischalten soll, und ich kann das gerne machen. Was heißt denn dieses lustige Warndreieck bei der Teilnehmerliste? Das ist nur eine technische Sache. Das bedeutet, dass Okay. die Veranstaltung im Hintergrund läuft. Genau. Ah, okay. Das Wen soll ich heißt, für dich das sind die freischalten, Leute, die Jutta? gar nicht wirklich zuhören. Sag's doch gleich. Ja, also ich quotiere jetzt mal so, wie ich es hier bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehe und versuche jetzt mal Conny Grote-Bichl freizuschalten. Conny, sprich mal. Ja, hallo Jutta, hallo Julia, hallo Marco. Ja, danke schön, dass du die
ganz eindeutigen Grafiken von Heiner Schmidt-Karnefeld verwendet hast, dann verbreiten sich die vielleicht auch noch ein bisschen im Land. Meine Frage geht an Julia. Ihr habt ja einen wirklich ganz tollen Antrag am 9. April zum Thema Solar im Bundestag formuliert, wirklich im Detail alles drinsteht, was sich ändern muss. Denn wir, und jetzt spreche ich mal sozusagen für meine Energiegenossenschaft, wir erleben wirklich die, genau, das musste auch nochmal anhängen, da stehen wirklich alle Details drin. Wenn das geändert würde, dann werden die Leute auch bauen, weil im Moment erleben wir das so, dass die allergrößten Unsicherheiten da sind. Also auch wenn wir von Kommunen ein Dach angeboten bekommen, geht sofort die Frage, ja, wie ist denn euer Eigenverbrauch? Das wissen die Kommunen dann nicht. Also da gibt es ja auch noch ganz seltsame Strukturen, weil sie kein Energiemanagement haben und, und. Also es ist richtig schwer, steuerliche Fragen. Also von daher ist die Zurückhaltung eben nach wie vor groß. Und meine Frage jetzt konkret, da steht da jetzt alles schön schwarz auf weiß. Wie ist jetzt der weitere Gang? Also wann kann man damit rechnen, dass das auch noch mal richtig in die Öffentlichkeit kommt? Könnten das zum Beispiel auch die Genossenschaftsverbände verbreiten, dass sozusagen der politische Druck auf die Abgeordneten in den Regionen da stärker wird. Also wir brauchen ja jetzt noch mehr Leute, die darauf hinweisen, so die und die Punkte, an denen hapert es. Jetzt kommt mal in die Strümpfe, lieber SPD-Abgeordneter, lieber CDU-Abgeordneter. Ich kann mir vorstellen, also erstmal vielen Dank für die Frage. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Tat sinnvoll ist, sich vor Ort auch an seine lokalen Abgeordneten zu wenden und darauf hinzuweisen, gerade wenn man vor Ort auch als Energiegenossenschaft beispielsweise auftritt oder als Verein oder ne, also irgendeine Art von ja, Organisation oder Gruppe auch vertritt. Aber natürlich kann man das auch als einzelner Bürger oder Bürgerin. In der Tat haben wir im Augenblick nicht so viel Rückendeckung jetzt im gesamten Parlament. Also wir Grüne kämpfen und fighten dafür, aber leider gibt es jetzt für diese Forderungen, die wir haben, nur eine überschaubare Unterstützung, sagen wir es mal so. Die Große Koalition streitet sich ja gerade ganz extrem darüber. Also CDU will unbedingt, dass es Abstände gibt, neue, weitere Abstände von Windenergieanlagen zu Gebäuden. Ne, die typische oder die klassische Debatte um diese 1000 Meter, die man ja auch in der Presse verfolgen konnte. Und die SPD will das eigentlich nicht. Die SPD will, dass endlich der Solardeckel, also der 52 Gigawatt Obergrenzendeckel für den Ausbau von Solarenergie gestrichen wird. Und das haben die jetzt sozusagen als, ja, als gegenseitigen Geiselhaft genommen. Und deswegen kommen die da auch nicht vorwärts mit, ja, der Mehrheit, die es im Parlament halt theoretisch geben müsste, um beim Ausbau der Erneuerbaren voranzukommen. Und das ist natürlich dramatisch für all diejenigen, die investieren wollen, weil es total große Unsicherheit darüber ist. Beispielsweise bei der Solarenergie sagen schon die ersten Banken, wir sind schon in der Nähe von dieser Obergrenze und wenn ich dir jetzt eine Finanzierung gebe, also einen Kredit gebe beispielsweise, damit du diese Solaranlage bauen kannst, dann weiß ich ja nicht, ob du noch quasi unterhalb dieses Deckels bist mit deiner Anlage oder ob du dann schon die erst ans Netz nimmst, wenn diese Obergrenze schon erreicht ist. Und deswegen ja, haben Banken schon gesagt, entweder wollen sie ja, mehr Geld, also sprich höhere Zinsen nehmen oder eben sie geben diesen Kredit gar nicht mehr. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, auch in dem Kontext nochmal, weil das ja auch einfach, was Planungssicherheit angeht, total ja, ernüchternd ist und die Leute auch abschreckt, da zu investieren. Ich kann jetzt wahrscheinlich nicht auf alle Details eingehen, weil es noch mehr Fragen gibt und wir gar nicht mehr allzu viel Zeit haben, aber ich möchte gern dankenswerterweise, weil das jetzt angesprochen wurde, auf unsere beiden Anträge einfach nur verweisen für diejenigen, die da mal nachlesen wollen, was wir Grüne im Bundestag fordern beim Bereich Solar und beim Bereich Wind. Und zwar sind das beides halt Drucksachennummern, die man ja
wenn man die googelt im Internet ganz schnell findet oder auch auf meiner Homepage nachlesen kann, also julia-verlinden.de, haben wir einen Antrag zum Thema Solarenergie, einen zum Windenergie. Und die sind beide aus dieser Legislaturperiode. Und ja, im parlamentarischen Verfahren haben wir uns bisher leider die Zähne mit ausgebissen und keine Unterstützung bekommen von den anderen Parteien, also außer teilweise von den Linken. Aber das ist leider etwas, wofür wir weiter uns engagieren müssen und wo wir auf Unterstützung natürlich in allen Kontexten angewiesen sind, damit es da vorangeht. Okay, vielen Dank, Julia. Conny, ich hoffe, das war jetzt auch erstmal sehr ausführlich. Ich hätte jetzt als nächsten auf meiner Liste Ewald. Ewald, bist du noch da? Ewald F. Du hattest eine Frage zu den Menschen, die im Wirtschaftsministerium arbeiten. Also du müsstest jetzt von mir aus freigeschaltet sein. Also ich kann die Frage auch vorlesen. Die lautet, gibt es Möglichkeiten, den im Wirtschaftsministerium tätigen Windenergiegegnern Tätigkeiten zuzuweisen, die ihren Einfluss auf die immer weiter den Ausbau und Betrieb der Erneuerbaren behindernden administrativen Regelungen für die Erneuerbaren? Ich nehme mal an, du sprichst Nikolai Ziegler an, der ja im Wirtschaftsministerium arbeitet und im Verein Vernunftkraft e.V., die sozusagen allen Windenergiegegnern da draußen eine Blaupause geben, wie verhindert ihr ein Windrad vor Ort, und auch wenn ihr einen Rotmilan nicht von einem Schwarzmilan unterscheiden könnt, egal, ihr findet irgendwo einen. Julia, willst du was dazu sagen? Naja, ich meine, also wer im Ministerium welche Aufgaben bekommt, das entscheidet die Hausleitung. Also das entscheiden Minister und Staatssekretäre zusammen mit dem Personalreferat und gegebenenfalls auch dem Personalrat. Aber das ist etwas, wo wir als Parlamentarier keinen Einfluss drauf haben, weil das Ministerium halt ja von der politischen Spitze sozusagen, also vom Minister und seinen Staatssekretären geleitet wird. Theoretisch kann aber natürlich ein Minister oder ein Staatssekretär entscheiden, welche Aufgaben welcher Mitarbeiter bekommt. Die entscheiden ja auch darüber, wer eingestellt wird. Also vielleicht jetzt nicht jede Stelle oder so, aber so die leitenden Positionen werden ja auch nur mit Zustimmung der politischen Spitze auch entsprechend eingestellt. Okay, dann habe ich hier eine Wortmeldung von Christine K., die ich jetzt gerade freischalte. Da ging es um Speicher. Hallo, hier ist Christine. Genau, mich hat mal interessiert, es gibt ja, wenn es um Speicherenergie geht, immer so unterschiedliche Darstellungen, wie Bürgerenergiegenossenschaften mit dem Thema Speicher umgehen. Also könnt ihr auch Speicherkapazitäten irgendwie aufbauen oder nutzen, oder wie steht ihr dazu? Ja, also ich kann vielleicht was dazu sagen. Ich glaube, das Problem ist ja im Moment eher ein generelles, dass im deutschen Energiewirtschaftsrecht die Speicher so stiefmütterlich behandelt werden, dass sie eben doppelt Abgaben, Umlagen abführen müssen, sowohl beim Einspeichern als auch beim Ausspeichern. Sprich, sie werden rechtlich erstmal behandelt wie ein Energieverbraucher, was natürlich Quatsch ist, weil die Energie soll ja wieder raus aus dem Speicher, dafür ist sie ja da. Und auch da haben wir, wenn mich nicht alles täuscht, auch eine Regelung dazu im Clean Energy Package, dass das angepasst werden muss. Aber auch da ist meiner Kenntnis nach noch nichts in Arbeit. Aber jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ein Speicher rechnet sich erst dann, wenn ich nicht auch noch Doppeltabgaben und Umlagen drauf zahlen muss. Und deswegen ist das meiner Wahrnehmung nach kein Problem der Bürgerenergiegenossenschaften alleine, sondern eher ein Problem aller Akteure, die einen Speicher betreiben wollen. Oder Julia, hast du da noch nähere Infos? Vielleicht will Marco noch was ergänzen, das weiß ich jetzt nicht. Weil er zuckte eben so, als würde er was sagen wollen. Ja, ich weiß nicht genau, ob die Frage, die eben kam, auch daraufhin abzielt, ob es denn überhaupt sozusagen Aufgabe dezentral sein kann, zu speichern, oder ob das halt die Großen machen sollen, weil das wirtschaftlicher und so weiter sei. Politisch ist, glaube ich, alles gesagt. Es gibt eine Regelung meines Wissens in der Elektrizitätsmarkt-Binnenmarktrichtlinie, die
diesen Missstand, den du richtig beschreibst, Jutta, abschaffen soll. Von daher auch von daher wieder das Green Energy Package wirklich die Rettung. Für uns ist es einfach ganz wichtig zu sagen, dass wir diese Speicher eben nicht nur im großen Maßstab irgendwo stehen haben sollen, bei den Übertragungsnetzbetreibern und so weiter und so fort, sondern dass es eben auch Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger sein sollte oder sozusagen auch, es ihnen ermöglicht werden sollte, diese Speicher vor Ort zu betreiben. Einfach weil sie dann damit sozusagen sich auch sozusagen noch autonomer gegenüber großen Konzernen beispielsweise machen können. Es geht aber auch um Stabilitätsfragen. Also mit Speichern vor Ort kann man natürlich auch für die dezentrale Stabilität viel mehr tun. Ich glaube, dass wir mehr und mehr eine Diskussion in Zukunft auch bekommen werden, wie sicher ist denn unsere Energieversorgung? Und da gibt es ganz klare Vorteile, wenn man das dezentral aufbaut. Und dafür ist dann natürlich auch notwendig, dass es vor Ort Speicher gibt, damit man eben sozusagen Schwankungen glätten kann und zum Beispiel auch bei einem Ausfall wieder starten kann. Von daher sozusagen sind wir auch an diesem Thema dran politisch können auch sozusagen alle Bürgerenergiegenossenschaften, alle Gemeinschaften, alle Privatpersonen, die sich da engagieren, nur sozusagen unterstützen dabei, vor Ort wirklich auch Speicherkapazitäten aufzubauen. Okay, super. Vielen Dank. Ich habe in der Frageliste gleich mehrere Fragen von Christian M., den ich jetzt freischalte. Ich würde dich aber bitten, dich auf eine Frage zu konzentrieren, auch zu sagen, wem du sie stellst. Ja, hallo zusammen, hier ist Chris. Also ich habe viele Fragen gestellt, weil im Prinzip zielen die darauf ab. Ich kann keine Initiative erkennen, die im Moment darauf abzielt, dass tatsächlich der Ausbau vorankommt, sondern leider im Gegenteil, seit es das Winterpaket, ja, da wurden zwar ein paar schöne Dinge reingeschrieben, Marco, du hast sie genannt, ja, die werden aber ad acta gelegt und nicht verfolgt. Was aber verfolgt wird, das ist die ganze Netzblockade. Ja, und deshalb explodieren die Übertragungsnetzentgelte, ja, es explodieren die Abregelungen und so weiter. Das ist die Vollkatastrophe. Wir sind da überall völlig auf eine Rolle rückwärts im Ausbau wie auch in der Nutzung der Erneuerbaren. Und da müssen wir ganz dringend, sage ich mal, vorankommen. Julia, du hast halt geschildert, ja, die anderen Parteien machen nichts, aber auch bei uns müssen wir auch uns ein bisschen an der Nase packen, denn wenn jetzt Ingrid vorstellt, ja, wer selber PV-Strom nutzen will, der soll eine RLM-Messung einbauen, ja, die kostet ihn dann 432 Euro, am Beispiel jetzt von Netze BW pro Jahr. Ja, so viel hat er möglicherweise noch nicht mal, was er an Strom überhaupt verbraucht. Und da muss er noch einen Leistungspreis bezahlen. Wenn er zwei Herdplatten einschaltet, sind es nochmal 1.000 Euro. Also da müssen wir uns gewaltig... Was ist jetzt deine Frage, Christian? Wie kriegen wir all diese Probleme besser vom Tisch? Ja, das ist eigentlich meine Frage. Wie kriegen wir diese ganzen Blockaden irgendwie beseitigt? Weil im Moment ist radikaler Abbau. Ja, in Baden-Württemberg sind ja die ersten Anlagen schon stillgelegt und das hängt eben mit der kannibalisierenden Wirkung des Strommarktdesigns zusammen. Mit einer Windenergieanlage kann ich halt nicht mit 2 Cent betreiben. Ja, und zeitgleich bekommt aber die konventionellen Kraftwerksbetreiber bekommen 4 Cent, ja, wenn ich das genau anschaue. Und so funktioniert es halt in keinster Weise und da haben sich überall die EVUs sozusagen ganz geschickt Dinge eingebaut, genauso die Diskussion mit der Abstandsregelung. Das ist ein riesiges Problemgebiet. Wenn die kommt, dann sind alle Flächennutzungspläne oder regionale Ordnungspläne beseitigt. Christian, deine Frage war, wie kriegen wir das wieder in Gang? Ne? Und das war genau, dann und das ist auch so ein Punkt, ja, das ist rein bewusst, dann geht 15 Jahre nichts. Ja, gibt es keine einzige Windenergieanlage und das ist im Moment, sind jetzt die Konzerne sozusagen, setzen sich überall komplett durch. Das okay. ist das Problem. Ich Julia, weiß dann magst du was dazu sagen vielleicht? Also ich glaube, es gibt natürlich jetzt keine einfache Antwort. Moment, 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 ist was schiefgelaufen.
So. Ich glaube, wir haben alle gleichzeitig versucht, irgendwie dich wieder freizuschalten. Probier mal. Jetzt kann ich, glaube ich, wieder was sagen, oder? Hört ihr mich? Okay, Ja. gut. Wunderbar. genau, also es gibt leider keine einfache Antwort, weil wir können leider jetzt nicht mit dem Zauberstab kommen und ne, es wird leider viele Veränderungen geben müssen, gesetzlicher Art, aber auch zum Beispiel, wenn wir endlich mal einen vernünftigen CO2-Preis haben, wird das natürlich auch dabei unterstützen, die Energiewende voranzubringen, beispielsweise auch im Wärmesektor und auch bei der Verkehrswende, aber natürlich vor allen Dingen bei der Wärme. Wir müssen aber in der Tat, du hast viele Probleme genannt, an sehr vielen Stellschrauben was tun. Und ich glaube, am wichtigsten ist im Augenblick, dass wir als Gesellschaft, denen Klimaschutz wichtig ist und als diejenigen, die sagen, okay, das Ziel ist nach wie vor 100% erneuerbare Energien und zwar so schnell wie möglich und dafür braucht es viele verschiedene politische Veränderungen, dass diejenigen auch darüber in ihrer Umgebung, in ihrem Bekanntenkreis und so weiter auch weiter reden. Weil ich habe so ein bisschen die Sorge, dass im Augenblick natürlich durch eine krasse gesundheitliche Herausforderungen, eine Krise, ne? Auch wirtschaftliche Veränderungen, die jetzt gerade wegen Corona auch uns bevorstehen, natürlich das Thema Klimakrise ein bisschen in den Hintergrund geraten könnte, medial. Aber die Krise ist ja nicht weg, sondern im Gegenteil, sie schreitet auch voran. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir weiterhin auch Gelegenheiten nutzen, darüber zu sprechen, genau das, was du angesprochen hast, was wichtig ist, was sich ändern muss. Und dafür würde ich auch alle Bürgerenergiegenossenschaften oder ja, Betreiber von erneuerbaren Energien auch ermutigen, den Tag der Erneuerbaren, der ja am 25. oder ich glaube am 25. April jedes Jahr gefeiert wird, den auch unbedingt zu nutzen. Jetzt können wir im Augenblick durch die Corona-Situation nicht ein großes Fest am Windrad machen, ne? Wir können keine Familienfeste vor der Solaranlage feiern. Aber wir können zumindest auch virtuell noch mal darauf hinweisen, wie wichtig uns allen die Energiewende ist. Und ich habe das zum Beispiel letztens gemacht. Ich bin zu dem Windrad gefahren, was wir als Bürgerenergiegenossenschaft vor ein paar Jahren errichtet haben. Und ich habe, weil ich fühlte mich da einfach so stolz, dass wir das gemeinsam geschafft haben, dass wir ein Teil dieser Energiewende sind. Und habe das dann einfach mal so ein kleines Video gemacht und das auch hochgeladen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir weiterhin auch wir als Energiewendeakteure gemeinsam sichtbar sind und auch andere ermutigen, dabei zu sein, mitzumachen. Natürlich sind die Rahmenbedingungen im Augenblick katastrophal, in vielen Bereichen, nicht in allen zum Glück, ne? Also Solaranlagen läuft einigermaßen, bis der 52-Gigawatt-Deckel erreicht wird natürlich. Aber daran müssen wir halt auch arbeiten, dass der natürlich so schnell wie möglich wegkommt. Und das tun ja zum Glück auch die Bundesländer. Also der Bundesrat hat die Bundesregierung und das Parlament ja aufgefordert, streicht endlich diesen Solardeckel. Leider setzen sich die Fraktionen von CDU und SPD im Bundestag darüber hinweg, dass der Bundesrat, die Länderkammer, alle 16 Bundesländer gesagt haben, dieser Deckel muss weg. Die wollen das einfach nicht beschließen, was wie gesagt, der Länderausschuss oder der Länderrat ja schon im Bundesrat mit allen Ländern schon beschlossen hat. Und deswegen glaube ich, dass es total wichtig ist, hier auch weiter die Aufmerksamkeit drauf zu lenken und die Debatten, die wir innerhalb der Partei führen, über Details, wie das dann am besten zu bewerkstelligen ist, auf dem Weg dorthin, die sind ja auch sehr konstruktiv und fruchtbar. Und ich bin froh, dass da sich so viele dran beteiligen. Genau. Ich habe jetzt noch eine interessante Frage gesehen von Isabella W., die ich jetzt freischalte. Isabella, bist du noch da? Ja, hallo. Wir wollten uns an der Energiewende einen schönen Gruß erstmal aus Bayern übrigens. Herzlichen Dank, südlich von München. Wir wollten uns beteiligen, ganz erstmal jetzt privat im kleinen Rahmen, dass wir auf ein E-Auto umsteigen. Und dadurch, dass unsere Garage in einer Gemeinschaftsgarage liegt, haben wir jetzt und mein Mann vor allen Dingen umfassend recherchiert, wie denn das geht, weil wir da auch keine einzelne Steckdose erstmal haben und haben gedacht, naja, für alle 60 Leute zusammen wäre das doch eine gute Sache. In den nächsten 10, 20 Jahren sollen das ja mehr Leute wollen, zumindest unserer Meinung nach. Und jetzt ist es so ja, dass gesetzlich 100% zustimmen müssen,
Es ist allein so, dass ich glaube, 5% gar nicht hier im Land oder auf diesem Kontinent leben, aber hier investiert haben in diese Häuserregion. Also eigentlich eine Utopie. Ja, wir werden jetzt versuchen, wenigstens für unseren kleinen Stellplatz eine Einzellösung dann zu finden, aber das bringt ja unsere Nachfrage nach Solar, nee, nach E-Autos nicht voran. Und deswegen meine Frage oder Bitte auch an euch, das im Blick zu haben, weil ich glaube, über den Nachfragemarkt wird einfach ein wirtschaftlicher Druck auch aufgebaut und wie ihr das verfolgen könntet oder wollt, ja. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, zumindest da ist man auf dem Weg, dass da diese Eigentümergesetzgebung auch geändert werden soll, dass nicht mehr eine Person alleine in der Eigentümerversammlung all sowas blockieren kann. Ich weiß es von einem Projekt, was bei uns in der Nähe war, dass leider tatsächlich das immer noch möglich ist, wenn es um energetische Gebäudemodernisierung geht. Also ich sage bewusst nicht Sanierung, weil es geht tatsächlich um Modernisierung. Denn auch im Neuzustand waren diese Gebäude nicht energieeffizient. Das heißt, auch wenn ich die saniere auf Neuzustand, dann sind sie ja trotzdem noch lange nicht energieeffizient. Julia, das ist ja eine Bundesgesetzgebung. Weißt du, auf welchem Stand das ist? Also ich meine, da hätte ich gelesen, dass da demnächst was vorgelegt werden wird zum Thema Wohnungseigentumsrecht. Ich meine auch, ich bin jetzt bei den ganzen Verkehrsthemen nicht ganz so gut drin wie meine Kollegen, die im Verkehrsausschuss sitzen und daran arbeiten. Aber ich meine auch, dass das Recht, quasi auch sein Elektroauto aufladen zu können, zu Hause, dass das entweder schon beschlossen wurde oder dass das gerade in der Pipeline ist und kurz davor ist, beschlossen zu werden. Da muss ich jetzt, müsste ich nachlesen, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Aber natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil. Im Zweifelsfall einfach Julia anschreiben und sie kümmert sich. Genau, Genau, dann habe sehr ich eine gerne. Wortmeldung von Jörg Dengler, den ich jetzt frei. Entschuldigung, ich habe wieder den Nachnamen genannt. Jörg D., den ich jetzt freischalte. Ja, hallo. Ja, erstmal herzlichen Dank für die ganz vielen, 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 vielen tollen Informationen, die ihr geliefert habt, die einen natürlich auch ein bisschen erschlagen und das sage ich, obwohl ich mit dem Thema auch hier in Baden-Württemberg unter anderem bei den Grünen sehr stark beschäftigt bin. Und es fällt mir ein bisschen schwer, eine Frage zu formulieren, weil ich habe einen Vorschlag. Wir haben am Anfang darüber geredet, wer alles gegen uns agiert. Und wir haben schon mehrfach das Wirtschaftsministerium genannt oder manche oder viele Leute, die da drin aktiv sind. Und wir haben ja gesehen, was alles blockiert wird, jetzt auch in der Diskussion. Und ich glaube, dass wir da wirklich einen sehr, sehr starken Widerstand haben. Und das heißt, und dann haben wir diese Diskussion, die ja jetzt da auch von der Seite geführt wird, zum Beispiel um die Abstände der Windanlagen. Das ist ja nicht nur eine technische Frage, sondern das ist auch ein Narrativ, was befördert wird. Also damit wird Stimmung gemacht, als wäre es ganz schlimm, wenn man irgendwie zu nahe einer Windkraftanlage kommt. Und das befördert dann wieder politische Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger. Damit wird dann im nächsten Wahlkampf beispielsweise Politik gemacht werden. Und ich möchte eine Anregung geben. Die Bürgerenergiegenossenschaften vor Ort, die haben in den meisten Gemeinden eine extrem gute Reputation. Das sind oft die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Mitglieder und ganz viele andere Leute, die sich engagieren, die einen guten Namen in der Gemeinde haben. Und man muss wirklich die guten Stories verkaufen. Wir müssen jetzt anfangen, guten Wind im wahrsten Sinne des Wortes, gute Stimmung für die Erneuerbaren zu machen. Und dass wir dann gleichzeitig im zweiten Schritt dann irgendwann die Regierung und vielleicht auch gleich sofort für ihr Fehlen angreifen können, dass wir das sozusagen spätestens bei der nächsten Wahl vielleicht Parteien gewählt werden, die das Wirtschaftsministerium dann anders besetzen und die diese notwendigen großen Ausbauzahlen dann auch verwirklichen helfen, weil wir brauchen diese Randbedingungen. Mich haben in den vielen Folien zwei Zahlen beeindruckt oder zwei Folien beeindruckt. Das eine war, wie viel wir tun müssen oder auch dürfen, weil es ist eine enorme wirtschaftliche Chance für Deutschland, um die Energiewende hinzukriegen.
Und das Zweite ist, wie wenig die großen Energieversorger, die im Moment einen Einfluss haben in der Politik, bis jetzt daran beteiligt sind an dieser Energiewende. Und das ist natürlich, zeigt an diesen Zahlen ganz klar, wo die Interessen verteilt sind. Politisch müssen wir vielleicht für die ein gutes Geschäftsmodell finden, wie sie sich auch daran beteiligen können oder wie sie sich bewegen können, weg von den Fossilen oder aus dem Markt raus und es den Bürgerinnen und Bürgern überlassen. Aber da kommen wir erst hin, wenn wir unter den Bürgerinnen und Bürgern extrem gute Stimmung für die Erneuerbaren schaffen. Heute wäre der Streik, also der physische Streik von Fridays for Future wieder gewesen, wahrscheinlich mit sehr, sehr, sehr vielen Leuten bei den meist sonnigen Wetter in Deutschland auf der Straße. Die haben den Streik in den virtuellen Raum, ins Internet verlegt. Immerhin, wir müssen, glaube ich, mit denen ein tolles Informationsangebot machen, dass sie mit auf diesen Zug steigen, dass sie jetzt diese Krise, diese gesundheitliche Krise nutzen können, um sozusagen eine Handlungsperspektive zu geben. Also meine Anregung, macht diese Veranstaltung von heute nochmal mit weniger Informationen, was dieses Technische angeht, aber mit einer guten Geschichte für die Jugend, ganz gezielt als Streikangebot. Vielleicht jeden Freitagmorgen ein Seminar zu diesen Sachen, auch wo man, was kann man machen, was kann man vor Ort machen, mit wem kann man reden, wie kriegt man die örtlichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte dazu, da selber aktiv zu werden, was zu fordern, damit das Thema sozusagen positiv mit den vielen Vervielfältigerinnen in die Wege kommt. Leider keine Frage, ich glaube, das ist zum Teil auch schon wirklich gut in Arbeit. Das erleben wir ja in ganz vielen Gemeinden, in ganz vielen Kommunen, dass sich da die Jugend tatsächlich einmischt, auf die Stadträte zugeht, auf die Bürgermeister zugeht und zum Teil auch sehr, sehr konkret. Ne? Also nicht nur, ihr sollt jetzt mal was machen, sondern ganz konkret auch Forderungen stellen und auch beispielsweise fällt mir jetzt gerade so ein, was so ÖPNV angeht, ne? Was ja häufig in den Kommunen, ich sage es jetzt mal etwas despektierlich, irgendwelche Sachbearbeiter im Rathaus planen, die selber nie Bus fahren. So. Und dann kommen die Schülerinnen und Schüler an und sagen, ey, was ihr da macht mit den Buslinien, das ist der totale Quatsch. Das sollte man lieber so und so machen, da hätten alle viel mehr davon. Also da, ich glaube, da leisten die schon ganz enorm viel, aber ich nehme das mal sehr gerne auch auf. Ich würde jetzt gerne noch Monika R. freischalten. Klappt das? Will nicht. Ich versuche sie freizuschalten. Monika R. Es geht aber irgendwie nicht. Selbst stumm geschaltet steht da. Ah, okay. Monika R., du müsstest dich selber freischalten. Du hattest auch schon einige Fragen schriftlich gestellt. Ach, Spar. No funciona. Dann hat jetzt Ralf H. das Glück, dass er einfach als nächster hier unten drunter steht und was sagen darf. Ralf, hallo? Ja, Ralf hier, hi. Ja, hi, Ralf H. Punkt. Ja, ich hatte eigentlich auch keine Frage, sondern eigentlich nur eine Anregung an die Politik, einfach so eine Regelung irgendwie ins Gesetz, in die Bauordnung zu bringen. Jeder Neubau muss auf dem Dach eine Solaranlage haben. Das hat bei den Rauchmeldern geklappt, die Heimrauchmelder, da hat es funktioniert. Müsste doch eigentlich auch bei den Solaranlagen funktionieren. Das war nur so eine Anregung, die ich nochmal in die Runde bringen wollte. Volle Zustimmung müsste auch mittlerweile leichter gehen. Ich weiß noch, damals ist die Stadt Marburg, die das in ihre Bauordnung geschrieben hat, schon, ich glaube, Anfang der 2000er, ist vor Gericht damit unterlegen, aber mittlerweile müsste es jeder gemerkt haben. Jetzt hat Monika R. ein grünes Licht. Wieder in unserem Antrag übrigens. Also den Antrag, den wir letztes Jahr schon in den Bundestag eingebracht haben. Also die Drucksachennummer lautet 19/9698. Kann man sich da ist die Solarpflicht drin. Aber leider, wie gesagt, keine Mehrheit im Parlament bisher. Aber wir kämpfen weiter. Nochmal die Antragsnummer bitte. 19/9698. Super, danke. Okay, also erstmal ganz vielen Dank auch für das Webinar hier, ganz toll. Was mich ein bisschen stutzig immer macht, ist die Verbindung von den ganzen erneuerbaren Energien und der E-Mobi mit Smart Home, Smart Meter, weiß ich alles, diesen riesen explosiven Ausbau von Digitalisierung bis hin der Kühlschrank piepst, die Windel piepst und ich weiß nicht, was alles piepsen soll. Also diese endlose
Verwählanung von ganz Deutschland mit vielen Masten und was weiß ich allem. Wie, das macht in meinen Augen nicht so viel Sinn. Und wie ist das zu vermeiden? Es muss ja nicht gleich alles auf autonomes Fahren umgestellt werden, nur weil wir Elektroautos fahren. Und wie kann differenziert werden, dass bei Elektroautos halt die sinnvollen, ressourcenschonenden Autos gefördert werden und nicht diese Monster vom Tesla? Ich meine, das wäre ja sowieso sinnvoll. Und Elektroauto hat erstmal gar nichts mit autonomem Fahren zu tun. Also ich habe eine Zoe und ich fahre die ganz normal so mit Lenkrad und überhaupt. Nur halt ohne Kupplung, klar. Aber ansonsten hat das erstmal nichts miteinander zu tun. Ich sehe auch, ich sehe das auf Europaebene mit dem Smart auch sehr kritisch, ne? Weil das ist natürlich auch wieder was, wo sich die Industrie sehr gerne drauf stürzt, ne? Es muss jetzt alles erstmal smart werden und wir brauchen alle möglichen neuen Bequemlichkeitsgeschichten. Und dabei wäre es eigentlich viel wichtiger, erstmal ein bisschen Dämmung aufs Haus zu packen oder wenigstens den Dachboden zu isolieren. So. Also das ist schon immer so ein Buzzword, also so ein ja, Modewort, dass alles smart sein muss. Und ich glaube, die ganz großen Potenziale heben wir nicht unbedingt mit smarter Technologie, sondern indem wir uns tatsächlich angucken, wo sind wirklich große Lasten, die man gut schieben kann. Und das ist nicht unbedingt der Kühlschrank bei dir zu Hause. Julia, wie siehst du das? Das stand bei diesem. Ich war gerade abgelenkt, weil ich die Fragen im Chat gelesen habe. Aber ich hatte voll das Vertrauen, dass du das richtig beantwortest, Jutta. Das stand bei den Solarsachen dabei, bei den Häusern stand irgendwas mit Smart Home dabei. Und das hat mich einfach stutzig gemacht, weil man ist immer mit. Ja, also wo ich auch tatsächlich ein Potenzial sehe, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Also es ist schon sinnvoll zu schauen, wo haben wir große Lasten, die wir schieben können. Wie gesagt, das ist dann weniger der Kühlschrank oder die Waschmaschine. Aber es ist durchaus so, wenn ich jetzt beispielsweise, ich bin jetzt wieder bei dem Beispiel Wärmepumpe, wenn ich eine Wärmepumpe habe und habe einen großen thermischen Speicher im Haus, also sozusagen wie so ein Riesensilo, wo ich halt Heißwasser drin habe oder sonst was, dann kann ich natürlich schon da einen Sensor haben an der Wärmepumpe, der sagt, oh, im Moment ist aber Überschussstrom im Netz und die Wärmepumpe kriegt den dann auch billiger, weil er ja quasi überschüssig ist, in Anführungszeichen, also weil sozusagen alle Windenergieanlagen einspeisen und sonst was und die großen Industrieverbraucher sind gerade, keine Ahnung, ist es Nachtschicht oder Wochenende oder sonst was. Und dann kann es sinnvoll sein, über solche Signale so eine Wärmepumpe auch anzusteuern. So aus der Reihe, mach mal warm, speicher das in diesem schönen isolierten Silo drin, ne? Verwende den Strom jetzt, wo er da ist und wo er nicht für andere Anwendungen so schnell gebraucht wird. Und dafür schaltest du dann ab, wenn halt Nacht ist und wir haben keine Sonne. Also das in solchen Bereichen ist es aus meiner Sicht durchaus sinnvoll. Aber wie du richtig sagst, die kleinen Verbraucher sind da nicht so angesagt. Ich muss mich wirklich entschuldigen, weil ich zu spät gesehen habe, wo ich an diese Fragen und Handzeichen komme. Und jetzt müssen wir gleich aus diesem Webinar raus, weil natürlich dieses Tool auch nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Ich würde euch Folgendes anbieten. Wer jetzt Fragen hat, die wir nicht beantwortet haben, wo wir nicht drauf eingegangen sind, schreibt entweder mir eine Mail an meine Europaparlamentsadresse jutta.paulus@europarl.europa.eu oder an Julia. Am besten sagst du deine Adresse selber. Ja, julia.verlinden@bundestag.de. Das ist einfacher, das ist gemein. Marco, du sagst vielleicht auch noch, wie man euch erreicht. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob das Tool irgendwann von alleine ausgeht, mich erstmal ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die zugeschaut haben, die beigetragen haben. Vor allem natürlich bei meinen wunderbaren ReferentInnen, wie sagt man das denn dann? Auf jeden Fall bei Marco und bei Julia, dass ihr das möglich gemacht habt und dass ihr euch da zur Verfügung gestellt habt. Ich glaube, es war schon für den einen oder die andere interessant. Wir werden es auch hochladen. Und natürlich einen großen Dank an das Team im Hintergrund, was die ganze Technik gehandelt hat und uns hier ein entspanntes Arbeiten ermöglicht hat. Genau. Ja. Ja. Marco, fang du an. Ja. Okay, du hast das Schlusswort. Ich sage, wir sind als Bündnis Bürgerenergie unter info@bündnis-bürgerenergie.de.
zu erreichen. Wir nehmen gerne alle Fragen und helfen auch gerne weiter. Eine Sache zu der Frage von Jörg. Wir haben das aufgegriffen. Wir werden eine Webinarreihe machen, die den Namen trägt. Kannst du auch? Das starten wir in den kommenden Wochen. Es wird eine Webinarreihe geben, die wirklich niedrigschwellig verschiedene Sachen erklärt, Balkonmodule, E-Mobilität etc. Von daher herzlich eingeladen, das auf unserer Seite und unseren sozialen Medien zu verfolgen. Und mir bleibt nur noch übrig, für das große Interesse zu danken. Danke, dass wir sprechen konnten. Und war super. Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Und ich wünsche allen einen schönen Abend. Und jetzt das Schlusswort. Ja. Danke sehr. Ja, ich freue mich auch total, dass wir das gemacht haben. Danke für die Einladung und die Anfrage, Jutta. Das hat mir großen Spaß gemacht. Danke an all diejenigen, die auch bis zum Ende dabei geblieben sind. Das ist ja auch nur 2 Stunden, ist ja auch eine lange Zeit. Ich würde alle einladen, auch meinen Newsletter zu abonnieren. Ne, falls jemand sagt, er möchte auf dem Laufenden bleiben, kann man auf meiner Homepage, also julia-verlinden.de, gibt es den Abo-Button für den Newsletter. Dann kommt er einmal im Monat. Und vor allen Dingen für diejenigen, die sich für Bürgerenergie ganz speziell interessieren, ich habe auch ein halbjährliches Treffen, zu dem ich einlade. Wer dazu die Einladungs-E-Mails bekommen will, der schickt mir am besten nochmal eine gesonderte E-Mail und sagt, hier, ich will auf diesen Verteiler und jedes halbe Jahr dabei sein. Und noch ein Satz für diejenigen, die sagen, ich bin jetzt so ein bisschen enttäuscht, weil die Bundesregierung es gerade so kompliziert macht, bei der Energiewende voranzukommen und für uns vor Ort und so weiter. Wo ihr gerade ganz, ganz viel tun könnt, ist im Wärmebereich. Es gibt massiv Fördergelder, also wirklich ohne Ende. Und diejenigen, die ein eigenes Haus oder eine Wohnung besitzen und da auch ein bisschen Geld investieren können, ihr könnt verdammt viel im Augenblick machen, um euren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und da gibt es ja viele politische Forderungen auch von uns, über die ich auch gerne bei Gelegenheit nochmal ausführlicher berichte bei Bedarf. Aber das ist was, wo man auf jeden Fall im Augenblick sehr, sehr viel auch Gutes tun kann und wo es auch viel Unterstützung für gibt. Ja, also vielen Dank, Julia. Das war auch nochmal ein ganz wertvoller Hinweis. Das ist ja auch wirklich notwendig, dass in dem Bereich was passiert. Wir hatten uns jetzt von europäischer Seite her gewünscht, dass die Bundesregierung mehr tut, als jetzt nur Fördergelder zur Verfügung zu stellen, sondern dass sie auch tatsächlich dann wirklich mit Vorgaben wie beispielsweise eine Quartierssanierung aussehen kann, mit Beratungsmöglichkeiten auch für Kommunen und so um die Ecke kommt. Das wäre aus unserer Sicht zielführender gewesen. An der Stelle aber nochmal, um das aufzugreifen, weil ich das jetzt auch bei so vielen Leuten, die das privat gemacht haben, schon mitbekommen habe. Ich empfehle dringend, dringend den Einsatz eines zertifizierten Energieberaters oder Energieberaterin, bevor ihr was macht, weil formuliere es mal vorsichtig. Oft gibt es Handwerksbetriebe, die sagen, sie brauchen das nicht, wir können sie genauso gut beraten, die aber sehr gerne das empfehlen, was sie selber gut einbauen können. Und ein Handwerksbetrieb, der sich beispielsweise mit Heizungen auskennt, ist nicht unbedingt die erste Adresse, wenn ich wissen möchte, wie dämme ich eigentlich mein Gebäude. Oder jemand, der Fenster einbaut, weiß vielleicht nicht, was ein hydraulischer Abgleich ist oder so. Deswegen, ich empfehle immer zertifizierte Energieberater. Da gibt es das deutsche Energieberater-Netzwerk, wo wirklich auch die Fachmenschen drin sind. Die machen euch auch einen Fahrplan. Das heißt, da sieht man auch dann tatsächlich so ein wie viel Geld investiere ich und so viel bringt das und die Reihenfolge ergibt Sinn. Genau. Jetzt habe ich doch nochmal fachlich was gesagt. Sorry. Also nochmal ganz herzlichen Dank an alle, dass ihr dabei wart. Und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht. Ich habe ja am Montag schon wieder ein Webinar. Da geht es um die Emissionen der Seeschifffahrt. Das ist dann allerdings auf Englisch. Und ich will nochmal Werbung machen für die Webinarreihe der Grünen Europagruppe, weil das Parlament momentan zugesperrt ist und wir alles remote machen, heißt ja nicht, dass wir aufhören, Politik für alle zu machen. Macht's gut. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss. Danke sehr.